There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium, and helium, and hafnium, and erbium, and phosphorus, and francium, and fluorine, and terbium, and manganese, and mercury, molybdenum, magnesium, dysprosium, and scandium, and cerium, and cesium, and lead, praseodymium, and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium, and calcium, and chromium, and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. So, das war die Wiederholung. Die Chemie hatten Sie letztes Semester und ich habe es Ihnen nochmal mit diesem kleinen musikalischen Video zusammengefasst. Das ist das, was Sie bereits wissen. Ja, darauf können wir aufbauen. Wir werden an der einen oder anderen Stelle noch mal so ein bisschen vertiefend auf die Chemie schauen, na, wenn Ihnen nicht alles absolut klar ist, aber im Prinzip arbeiten wir jetzt mit der Chemie, wie Sie sie letztes Semester gehört haben. Na, und damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur ersten echten Vorlesungsstunde jetzt. Schön, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben, sich eingeloggt haben, an Ihren PCs sitzen und wie ich sehe auch hier im großen Hörsaal im IFIP. Und wir wollen jetzt auch nochmal mit einer kleinen Wiederholung starten, weniger mit der Chemie, mehr mit der Biologie, nämlich als Einstieg und Wiederholung uns die Zellbiologie nochmal ein bisschen anschauen. Na, das werden wir nachher brauchen, wenn es dann darum geht, wo in einer Zelle passiert was, wo wollen wir welchen Stoffwechselweg verorten. Deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen Zellbio. Und wer Heinz Erhardt kennt, der weiß, das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle und manchmal, da endet es auch bei Strolchen in einer solchen. Ja, das meint ein bisschen was anderes, als wir jetzt meinen, denn wir wollen die Zellen jetzt betrachten als strukturell abgrenzbare, als eigenständige und selbsterhaltende Systeme. Ja, mit anderen Worten, als die kleinste Einheit des Lebens und als solche ist sie durch einige Fähigkeiten gekennzeichnet. Was kann nämlich eine solche Zelle? Nun, sie kann sich vermehren. Ja, wenn sie sich vermehrt, dann braucht sie zum Beispiel auch genetisches Material. Ja, sie muss ja die Erbinformation, wo alles drinsteht, wie bin ich aufgebaut, welche Proteine soll ich herstellen, muss ja entsprechend sie an die Tochterzellen weitergeben können. Und dann können sie zum Beispiel an Viren denken, die selbst nicht lebensfähig sind, die selbst nicht zu den lebenden Organismen gehören, die es in der Evolution nur auf so eine Zwischenstufe gebracht haben. Die haben nämlich zum Beispiel DNA oder RNA, also Nukleinsäuren, und die bringen auch Proteine mit. Die können auch ein bisschen was, die können auch einige Reaktionen katalysieren, aber sie können sich nicht selbstständig fortpflanzen, sondern sie müssen eine Wirtszelle, die sie da infizieren, umprogrammieren, dass diese Wirtszelle jetzt viele neue virale Hüllproteine und virale Enzyme herstellt, dass die Nukleinsäure vervielfältigt wird und dann durch ein Self-Assembly diese Virionen sich zusammenbauen und dann letztlich vervielfältigt die Wirtszelle verlassen können. Also Vermehrung macht schon mal den Unterschied zwischen den lebenden und den unbelebten Systemen. Was kommt noch dazu? Ein Energiestoffwechsel. Die Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen und diese energetisch zu verwerten. Zum Beispiel aus Glucose, aus Fettsäuren ATP herzustellen. Wir werden noch sehen, ATP ist die universelle energetische Währung. Damit arbeiten wir. Und dieses ATP ist so ein Zwischenspeicher von Energie, wie die Zelle das bevorratet, was dann für chemische Reaktionen genutzt werden kann. Energiestoffwechsel, auch dazu gehört, dass man Zellstrukturen aufbaut.
aus Nahrungsbestandteilen zum Beispiel, diese umbaut, als Building Block nutzt. Oder was kann eine Zelle noch? Sie kann vielleicht auf Reize reagieren, Temperatur, Nahrungsangebot, auf Botenstoffe kann sie reagieren. Oftmals ist auch Bewegung im Spiel. Ja, denken Sie an flagellentragende Zellen, denken Sie an Flimmerepithelien, denken Sie an Protozoen, die sich mit einem Flagellum fortbewegen. Denken Sie an die Muskulatur, an die Muskelkontraktion. Da ist ganz offensichtlich Bewegung im Spiel. Und was nicht ganz so offensichtlich ist, aber immer da ist, ist auch ein intrazellulärer Transport. Denn Sie haben permanent Vesikel, kleine Lipidkügelchen, die in der Zelle von A nach B transportiert werden. Ja, Sie müssen Membranen irgendwo herstellen, wollen die dann woanders hinbringen, zum Beispiel an die Plasmamembran, oder Sie stellen Proteine her am endoplasmatischen Retikulum und verschiffen die dann über den Golgi-Apparat als sekretorische Proteine aus der Zelle raus oder ins Mitochondrium oder wie auch immer. Ja, und Sie haben ständig Bewegungsvorgänge, gerichtete Transporte, ein Cell Trafficking. Und dann kommt hinzu ein Merkmal der Strukturiertheit. Das kann sehr dynamisch sein. So eine Zelle kann sich permanent irgendwie auch umbauen. Das wird sie auch müssen und wird sie auch kontinuierlich machen. Ja, immer Teile wieder neu herstellen, Teile abbauen. Und trotzdem ist sie sehr strukturiert. Mit anderen Worten, sie hat eine hohe Ordnung. Und das ist schon so ein bisschen ein Ausblick in Richtung Thermodynamik. Wir werden uns mit dem Begriff der Entropie auseinandersetzen. Entropie ist nämlich das Maß der Unordnung eines Systems. Und die Zelle hat eine geringe Entropie, das heißt eine hohe Ordnung, die entsteht nicht von alleine. Wissen Sie, schauen Sie in Ihre WG-Küche, ja, die räumt sich nicht von alleine auf, sondern in der Natur ist es so, dass jedes System immer zu einer steigenden maximalen Entropie, zu einer größer werdenden Unordnung strebt. Das ist kein plumper Spruch von mir, sondern das ist tatsächlich so. Ja, chemische Reaktionen, wir werden es noch genauer besprechen, sind nur dann gangbar, sind nur dann thermodynamisch begünstigt und möglich, wenn letztlich die Entropie steigt. Die Entropie innerhalb dieser Reaktion oder mindestens die Entropie der Umgebung. Das heißt, nichts passiert, ohne dass irgendwo Unordnung angerichtet wird. Und wenn eine Zelle so strukturiert ist und so ein hohes Maß an Ordnung hält, dann nur auf Kosten der Umwelt, denn die Umwelt, die wird damit kontinuierlich ein bisschen unordentlicher, ein bisschen höhere Entropie erreichen. Und zu guter Letzt kann so eine Zelle dann differenzieren in bestimmte spezialisierte Stadien. Sie kann natürlich auch kaputt gehen, das ist klar. Apoptotisch, das heißt sehr geordnet im programmierten Zelltod, möglichst ohne viel Trümmer zu hinterlassen. Oder, naja, wenn man so ein bisschen grober einwirkt, dann eben durch Nekrose, dann ist sie schlicht kaputt. Und was brauchen wir, um so eine Zelle zu basteln? Hier sehen Sie jetzt also mal das Exemplar einer eukaryotischen Zelle. Na, Sie wissen ja, Prokaryoten, die haben keine Organellen, die haben keinen Zellkern. Jetzt in der Zelle hier, da ist super viel drin. Können wir gleich mal schauen, was das alles ist. Die haben zum Beispiel, haben Sie hier, kann ich mal reinmalen, einen Zellkern drin sitzen. In diesem Zellkern, da sitzt die DNA. Prokaryotische Zellen ohne Organellen hätten zum Beispiel nur ringförmige DNA, die irgendwo im Zytosol rumschwimmt. Na, und hier ist alles ein bisschen komplizierter. Es gibt tatsächlich nicht so viele Ausnahmen von Eukaryoten, die keine Organellen mehr tragen. Sie können ja mal so ein bisschen überlegen, ob Ihnen sowas schon begegnet ist. In Richtung Blut nämlich müsste das der Fall sein. Die Erythrozyten nämlich, ja, die roten Blutkörperchen, die haben sich spezialisiert auf den Sauerstofftransport. Die binden Sauerstoff an Hämoglobin. Und deswegen stopfen die sich bis oben hin zu mit Hämoglobin. Ja, sind also randvoll, haben alle Organellen rausgeschmissen, haben den Zellkern rausgeschmissen, damit sie maximalen Hämoglobinspeicher hier haben können. Ja, aber das ist wirklich die Ausnahme. Normalerweise haben wir eine Vielzahl von Organellen. Nochmal im Vergleich die Größen. Prokaryoten hier mit einem Durchmesser, sehr variabel, werden Sie gleich sehen. Prokaryoten liegen
bei ca. einem Mikrometer Durchmesser, Länge bis 6 Mikrometer lang. In Eukaryoten, da sind wir in einer ganz anderen Region, da haben wir einen Durchmesser von 30 Mikrometer, so für die meisten Zellarten mit ganz deutlichen Abweichungen. Da gibt es kaum eine Grenze der Größe. Man ist ja erstaunt, das zu lesen. Die Eizelle eines Menschen ist schon deutlich größer, 150 Mikrometer. Ja, beim Vogelstrauß haben wir eine Eizelle von 70 Millimetern. Und wenn Sie jetzt noch an die Ausläufer der Neuronen, die Axone denken, ja, die können auch mal eine Länge von einem Meter erreichen. Gehört ja alles zu einer Zelle dazu. Das heißt, die kann durchaus sehr riesig werden. Was ist alles drin? Wir haben den Golgi-Apparat, wir haben den Zellkern, wir haben raues endoplasmatisches Retikulum, wir haben auch glattes ER, Lysosomen, Ribosomen, ein Zytoskelett, was dem Ganzen Form gibt, Mitochondrien, wo wir Atmungskette betreiben und alles schön verpackt nach außen hin von einer Zellmembran. Ne? Viele von den Organellen, die hier gelistet sind, tragen selbst auch nochmal Membranen. Müssen wir nachher schauen. Manchmal eine, manchmal zwei. Aber nach außen, die Plasmamembran, die ist auf jeden Fall eine einzelne Membran, ein einzelner Bilayer. Und die werden wir jetzt als erstes mal so ein bisschen rausgreifen, ein bisschen besprechen, was es damit auf sich hat. Die Plasmamembran als solche, die besteht, werden wir dann noch genauer besprechen, aus Lipiden. Lipide sind jetzt erstmal, Fette und Lipide sind erstmal Substanzen, die mit Wasser nicht mischbar sind. Also im Extremfall haben wir hier ein Bild von Öltröpfchen in Wasser und dann sieht man, das Öl, das mischt sich natürlich nicht, weiß jeder, sondern schwimmt dann nach oben auf, weil es eine geringere Dichte hat und dann gibt es einen Ölfilm und gibt einen Wasserfilm. Warum ist das so? Nun, Sie haben in der Chemie gelernt, Similia similibus solvuntur, Gleiches löst sich in Gleichem. So kann man das begründen. Hydrophile Substanzen lösen sich eben im Wasser und lipophile Substanzen lösen sich eben im Fett. Beides durchmischt sich nicht, sondern es gibt hier eine Phasentrennung. Man kann es aber auch noch ein bisschen anders begründen, ein bisschen genauer. Das Wasser selbst, das stabilisiert sich über Wasserstoffbrücken. Na, beim lipophilen Öl, das sind keine Wasserstoffbrücken, denn für Wasserstoffbrücken bräuchte man Polaritäten. Die gibt es hier nicht. So ein aliphatisches Öl, lange Kohlenstoffkette, na, die hat keine Partialladungen, die ausreichen hier, um eine Bindung zu machen, sondern da treten immer Polaritäten auf, wenn die Elektronenwolke mal so ein bisschen asymmetrisch wird. Und dann hat man kurzzeitig immer eine Partialladung, mal an der einen Stelle, mal an der anderen Stelle, mal ist hier positiv, mal ist dort negativ. Und das führt dann zu einer Anziehung und in der Summe ergeben diese vielen kleinen schwachen Kräfte, nämlich van der Waals Wechselwirkungen, die dann ausreichen, lipophile Substanzen, lipophile Moleküle zusammenzuhalten. Nun passt das eine aber nicht zu dem anderen und das möchte ich Ihnen ganz gerne kurz an der Tafel demonstrieren. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt hier ein Teilchen, ein Kügelchen einer lipophilen Substanz und Sie haben hier außen das Ganze im wässrigen Milieu. Ja, dann haben Sie hier Wasser drin, H2O, das sieht so aus. Und dann wissen Sie aus der Chemie, der Sauerstoff, der zieht die Elektronen stärker zu sich hin als der Wasserstoff. Das heißt, der ist negativ polarisiert und der Wasserstoff trägt eine positive Partialladung. Und was passiert nun, wenn ich ein zweites Molekül daneben bringe? Dann könnte das hier jetzt mit dem positiv polarisierten H und dem negativen O des anderen Moleküls hier eine Wasserstoffbrücke ausbilden. Ja, und dann würden diese beiden sich hier stabilisieren. Das kann so sein, das kann auch über das andere H laufen. Das heißt, das kann sich hier drehen. Ja, auch das hier kann sich in viele Orientierungen drehen. Je mehr Wassermoleküle ich einzeichne, desto veränderlicher wird das Ganze. Und dann spricht man hier von einer Vielzahl von Freiheitsgraden. Ja, und eine Vielzahl von Freiheitsgraden, eine Vielzahl von Möglichkeiten der Drehungen, die man hier einnehmen kann
ist, jetzt sind wir schon wieder bei der Entropie, ein Maß einer hohen Unordnung, einer hohen Entropie. Und ich habe Ihnen gesagt, thermodynamisch wird immer eine möglichst hohe Entropie angestrebt. Das heißt, das ist etwas, was stabil ist. Und jetzt kommt hier ein lipophiles Kügelchen rein und das kann jetzt keine Wasserstoffbrücke ausbilden. Und was macht das Wasser? Das wendet sich von diesem Kügelchen ab. Ja? Und zwar möglichst in eine Richtung, in das nächste auch. Das zeigt möglichst davon weg und dann baut dieses Wasser, bauen die Wassermoleküle dreidimensional jetzt wie so eine Art Käfig um diese lipophile Substanz herum, ein sogenanntes Klatrat. Und ein solcher Käfig, der das jetzt hier so abschirmt, der ist natürlich relativ rigide. Ja, das heißt, das Wasser kann jetzt nicht mehr beliebig sich hier hin und her drehen. Die Moleküle sind jetzt hier eingeschränkt in ihren Freiheitsgraden. Und entsprechend haben wir jetzt eine niedrige Entropie, eine hohe Ordnung, was das Ganze ungünstig macht. Und das ist natürlich umso schlimmer, wenn ich jetzt hier mehr solche Kügelchen einbringe, wo jeweils ein solches Klatrat außenrum sitzen muss. Dann wird es immer ungünstiger. Die Ordnung wird immer höher in diesem Wasser. Und das versucht sich jetzt dadurch zu kompensieren. Wir streben wieder ein hohes Maß der Entropie an, dadurch, dass diese einzelnen Lipidtröpfchen zusammenfließen. Ja, wenn sich das hier mit dem vereinigt, dann wird es zwar größer, aber insgesamt ist die Oberfläche, die Grenzfläche nicht so schlimm, wie wenn ich zwei einzelne hätte. Ja, dann minimiere ich also quasi diesen Effekt. Und das führt eben dazu, Similia similibus lavuntur, dass dieses Öl jetzt zusammenfließt und dann wiegt es nicht ganz so viel, ist die Dichte nicht ganz so groß wie beim Wasser und dann schwimmt es oben auf. So, dann lassen Sie einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja in Richtung uns der Zellmembran bewegen und die Zellmembran, die besteht jetzt nicht aus einem einfachen Öl, das vollständig lipophil ist, sondern da ist noch ein bisschen anders. Da haben wir eine bimolekulare Schicht von amphiphilen Lipiden. Und amphiphile Lipide heißt, wir haben hier zwei Löslichkeitseigenschaften vereint, nämlich ein solches Lipid, das in der Lage ist, eine Membran aufzubauen, trägt einen hydrophilen Kopf, eine hydrophile Kopfgruppe. Ja, da ist ein Glycerol drin, da ist ein Phosphat drin. Sie sehen auch schon, hier hängt eine Ladung dran, die negative Ladung, die macht natürlich Wasserlöslichkeit. Dann haben wir Partialladungen drin, der Sauerstoff zieht Elektronen zu sich her. Dann haben wir hier negative Polarisierung am Phosphor, eine positive Polarisierung, die wird wieder ausgeglichen durch das zweite O. Aber in der Summe haben wir hier Polaritäten, die das Ganze hydrophil machen. Und wir haben einen hydrophoben Schwanz, das ist ein aliphatischer Kohlenstoffrest, eine lange Kohlenstoffkette, die sich lieber über Van der Waals-Wechselwirkungen stabilisiert. Das heißt, es sind beide Löslichkeitseigenschaften vereint und dann kann man eher was damit anfangen, als wenn man nur Öl in Wasser kippt. Ja, was könnte man denn jetzt zum Beispiel machen? Wenn ich solche amphiphilen Lipide jetzt mit Wasser in Kontakt bringe, habe ich erstmal durchaus wieder was Ähnliches, nämlich, Sie sehen hier so einen Fettfilm auf irgendeinem Teich, nicht so schön das Ganze. Was ist hier passiert? Wenn es sich um amphiphile Moleküle handelt, dann könnte es so aussehen, dass sie die Wasseroberfläche haben und zur Wasseroberfläche hin zeigt dann der hydrophile Teil, der wasserlösliche Teil. Und diese hydrophoben Fettsäureschwänzchen, die zeigen jetzt zur Luft. Ja, da fühlen die sich wohler, da sie ja nicht wasserlöslich sind, orientieren sie sich also vom Wasser weg. Und das ist im Prinzip die Hälfte einer Biomembran. Ja, wir haben da eine Lipid-Doppelschicht oder einen B-Layer und das ist eine Hälfte davon. Wenn wir das ein bisschen weiter spinnen und uns mal anschauen, wie so eine Seifenblase aussieht, ja, dann habe ich Ihnen hier den Seifenblasenfisch mitgebracht, den ich an der Stelle immer ganz gerne mal demonstriere. Sie sehen, er hat ein bisschen aufgegeben, er bläst nicht mehr ganz so. Ja, da muss man elektronisch in der Nachbearbeitung nachhalten, bis man da was
Seifenblasen gibt. Aber was will ich Ihnen zeigen? Solche Seifenblasen, wie würden die aussehen? Da haben wir schon einen B-Layer, da haben wir schon eine Doppelschicht, nämlich wir haben zwei Schichten von Molekülen, von amphiphilen Molekülen, und zwar so orientiert, dass jeweils die hydrophoben Schwänze jetzt zur Luft zeigen, so wie es zuvor auch der Fall war. Und Luft ist ja in der Seifenblase und Luft ist in der Umgebung. Und was hält das Ganze zusammen? Das sind jetzt die hydrophilen Kopfgruppen. Die hydrophilen Kopfgruppen sind zueinander orientiert. Ja, die können sich stabilisieren, die können auch wieder Wasserstoffbrücken ausbilden, zusammen mit dem Wasser, was ja in der Seifenblase auch mit drin ist. Und dann habe ich diesen Wasserfilm und leider immer noch keine Biomembran, sondern genau verkehrt herum. Denn jetzt habe ich ja in der Seifenblase Luft, Außenluft. In der Zelle ist aber wässriges Milieu und in der Umgebung von den meisten Zellen ist es auch wässrig. Das heißt, wir müssen das Ganze noch einmal so ein bisschen drehen. Also lassen Sie uns nochmal zurückgehen. Wir schmeißen jetzt solche amphiphilen Moleküle jetzt in Wasser und dann passiert Folgendes. Zuerst mal bilden sich Mizellen. Es gibt einen hydrophoben Effekt und dieser hydrophobe Effekt, ja, das ist genau der Effekt, dass sich jetzt die lipophilen Teile zusammenlagern, die Grenzfläche zwischen lipophil und hydrophiler Umgebung möglichst klein wird, damit die Entropie entsprechend möglichst groß werden kann, die Wassermoleküle viele Freiheitsgrade haben. Ja, das ist der hydrophobe Effekt. Der führt dazu, dass wir solche Mizellen bilden. Nach außen, zur Umgebung, hydrophile Köpfe, die lipophilen Schwänze zeigen alle zum lipophilen und hydrophoben Kern einer solchen Mizelle. Ja, das sind sehr klein, typischerweise im Bereich von wenigen Nanometern groß. Jetzt kann man das Ding aber weiter behandeln. Ja, kann ich zum Beispiel Ultraschall anlegen, das Ganze ins Ultraschallbad halten und dann bilden sich Liposomen. Das heißt, dann trage ich jetzt auch Wasser in den Kern ein und habe einen wassergefüllten Hohlraum, den ich jetzt umschließe mit einem B-Layer. Und ein solches Liposom ist jetzt auch größer, 25 bis 100 Mikrometer in der Größe. Das ist jetzt so aufgebaut wie eine Zellmembran. Ja, wir haben die Kopfgruppen zur wässrigen Umgebung nach innen und außen zeigend und die lipophilen Schwänze jeweils zueinander. Also zwei Schichten von amphiphilen Lipiden, eine Lipid-Doppelschicht. Ja, die Tatsache, dass solche Liposomen sich nun selbst zusammenbauen können, ein sogenanntes Self-Assembly machen können, ist evolutiv auch sehr interessant. Denn wenn Sie jetzt mal überlegen, wie das erste Leben entstanden ist, es hat irgendeine Substanz gegeben mit einer katalytischen Aktivität, die sich vielleicht selbst replizieren konnte. Na, das war vielleicht ein Protein oder wahrscheinlich eher noch ein RNA-Molekül. Da musste das ja verpackt werden. Wir wollten ja nicht, dass es im Urozean nun davon schwimmt, sondern da wäre es ja praktisch, wenn Lipide nun eine schützende Hülle um dieses Molekül gebildet hätten und ein solches Liposom hier quasi den Vorläufer des Lebens eingeschlossen hätte. Und auch aus anderen Gründen für uns in der Anwendung sind Liposomen sehr interessant, denn die kann man nutzen, um Medikamente zu verpacken. Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mit einer Zusammenstellung von Medikamenten, wie man das machen kann. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie eine Chemotherapie machen möchten, dann haben Sie ein Medikament, das Krebszellen abtöten soll. Und als Zellgift wird es aber nicht nur für die Krebszellen, sondern auch für alle anderen Körperzellen natürlich toxisch sein. Und so ein Mittel, das dann vielleicht Herzzellen schädigen kann, das lässt sich durch Verpackung in solche Fetttröpfchen, in solche Liposomen jetzt stabilisieren. Dann ist es nicht für alle Zellen zugänglich. Das kann mehrere Tage danach im Blut verbleiben und sukzessive jetzt durch die Zellen aufgenommen werden, die attackiert werden sollen, während andere Myokardzellen zum Beispiel damit nichts anfangen können und entsprechend auch keinen Schaden nehmen. Und jetzt sehen wir hier also die Zellmembran, wir sehen diese bimolekulare Schicht und wir sehen, dass da auch einiges andere noch dranhängt. Na, Sie haben an der Oberfläche eine Glykokalyx, Sie haben Kohlenhydratstrukturen, Sie haben Proteine, die da drin sitzen, eingelagert, globuläre Proteine,
die da entweder die ganze Membran durchspannen oder die nur aufsitzen, integrale Proteine oder periphere Proteine. Ja, Sie können es auch kombinieren, Sie können auch Proteine haben mit Kohlenhydratanteil, ein Glykoprotein, was hier dran sitzt. Ja, da ist in der Mitte zum Zellinneren hin sehen Sie jetzt hier das Zytoskelett, das hier verankert ist. Da ist einiges verbaut. Und wenn man ein bisschen reinzoomt, dann hat man wieder diesen Phospholipid-B-Layer. Und wenn man das noch weiter aufdröselt, dann sehen Sie jetzt hier das Phosphatidylcholin als ein Beispiel eines Moleküls, das geeignet ist, das Amphiphil ist, zu einem Membran aufzubauen. Und wenn man mal vergleicht die Zusammensetzung von unterschiedlichen Membranen, dann sehen Sie, dass Lipide natürlich drin sind in den Membranen, das ist logisch. Ja, besonders viel haben wir jetzt hier bei den Myelinscheiden tragenden Nervenzellen, einen hohen Lipidanteil hier in Orange. Und dann kommen aber auch andere Sachen mehr und mehr dazu. Und wenn jetzt was anderes dazukommt, nämlich zum Beispiel viel Protein, hat man relativ gesehen entsprechend einen gelben Lipidanteil. Ja, Sie haben hier die Plasmamembran eines Hepatozyten, dann ein Erythrozyt, dann haben Sie hier eine Amöbe und Chloroplastenmembranen. Chloroplastenmembranen haben schon sehr viel Protein. Da findet Photosynthese statt. Ja, interessiert Sie nicht ganz so, weil Sie sich nicht so mit Pflanzen auseinandersetzen müssen. Aber die Chloroplasten, die ein Organell in einer Pflanzenzelle bilden, ja, die haben jetzt an ihrer Membran diese ganzen Enzyme, die sie für die Photosynthese brauchen. Enzyme sind Proteine. Deswegen sind die hier auch anteilig zu hoch vertreten. Plasmabakterien, Purpurbakterien zum Beispiel, die auch Photosynthese machen können, die auch Chlorophyll haben, ja, und die auch entsprechend ähnliche Enzyme brauchen, haben einen sehr hohen Proteinanteil. Und die innere Mitochondrienmembran, auch hier findet was ganz Wichtiges statt, auch ein Organell, das absolut essentiell ist. Hier findet nämlich die Atmungskette statt und da sind die Atmungskettenkomplexe entsprechend verankert. Aus welchen Substanzen ist die Zellmembran zusammengesetzt? Nun, das Ganze ist asymmetrisch zum Extrazellulärraum hin. Das heißt, im äußeren Leaflet, da findet sich hauptsächlich Sphingomyelin und Phosphatidylcholin. Die Strukturen, die werden wir kennenlernen, wenn wir uns dann in der Stoffklasse der Lipide befinden. Dann werden wir genauer sehen, wie sehen diese Moleküle aus. Hier nur erstmal, dass es sie gibt und dass sie im äußeren Leaflet hauptsächlich vorkommen. Im inneren Leaflet, das heißt in der zweiten Schicht, die jetzt zum Zytosol hingewandt ist, da haben Sie vor allen Dingen das Phosphatidyl-Ethanolamin und das Phosphatidyl-Serin. Ja, und das Phosphatidyl-Serin, das kommt tatsächlich auch nur im inneren Leaflet vor. Da achtet eine Zelle ganz stark drauf, dass das nicht nach außen exponiert ist, denn diese Phosphatidyl-Serin-Exposition, die ist für die Umgebung ein Zeichen, dass eine Zelle kaputt geht. Ja, also wenn jetzt eine Zelle apoptotisch sich programmierter Zelltod sich auflöst oder auch nekrotisch einfach zerreißt, aufplatzt, dann wird auf einmal das innere Leaflet von außen zugänglich, sichtbar und dann erkennt die Umgebung irgendwelche Fresszellen, die da vorbeikommen, die erkennen dann das Phosphatidylserin und wissen, da ist Material kaputt gegangen, da muss abgeräumt werden, dass man hier entsprechend die Trümmer beseitigt. Das kann man auch experimentell nutzen. Es gibt auch Farbstoffe, die man benutzt, um Phosphatidylserien-Exposition zu messen. Und dann könnte man zum Beispiel im Reagenzglas schauen, wenn ich meine Zellen mit irgendwas behandle, machen die dann Apoptose oder sterben die dann vielleicht nekrotisch. Diese Asymmetrie, die geht dann nämlich verloren. Phosphatidylserien wird exponiert, ne, und es ist klar, eine intakte Zelle, die investiert wieder Energie, die verbraucht ATP, um die Asymmetrie zu erhalten, um die Entropie gering zu halten. Und das kann sie dann nicht mehr und dann kommt es hier zu einer Durchmischung.
Nun wollen wir uns mal einen kleinen geschichtlichen Abriss erlauben. Die Membranmodelle im Wandel der Zeit ein bisschen anschauen. Und was sehen wir? 1895, das erste Modell von Charles Ernest Overton. Das war auf die Beobachtung gestützt, dass nicht nur Wasser, dass nicht nur sehr kleine Moleküle Zellmembranen passieren können, sondern vor allen Dingen auch lipophile Substanzen, fettlösliche Substanzen. Und dann lag die Vermutung nahe, dass die Membranen eben auch aus lipophilen Substanzen, aus Lipiden bestehen. Und das konnte dann auch experimentell gezeigt werden mit Erythrozytenmembranen, die untersucht wurden. Das war also die erste große Entdeckung zu dem Membranmodell. 1925 von Gorter und Grendel, da kam dann schon die Erkenntnis, Zellmembranen bestehen aus Phospholipid-Doppelschichten. Und wir haben jetzt diese Abgrenzung, was wir besprochen haben, zwischen den zweiten wässrigen Kompartimenten, die hydrophoben Schwänze zueinander orientiert, die hydrophilen Köpfe zum Wasser hin orientiert. Und das Ganze konnte bestätigt werden, das ist eigentlich ganz erstaunlich. Da hat man Phospholipide aus Erythrozyten isoliert, hat man geguckt, wie viel kommt da raus. Und dann bei der Quantifizierung konnte man ausrechnen, dass die Menge der Phospholipide hier gerade ausreicht, um die Zelle, die Zelloberfläche zweimal zu umgeben. Ja, und daraus hat man dann gefolgert, dass es sich hier um eine Doppelschicht handeln muss. Zum Glück hat man es mit Erythrozyten gemacht, nicht mit anderen Zellen. Die hätten natürlich viel mehr Lipide gehabt, ob der ganzen Organellen, die da drin sind. Dann wäre was ganz anderes rausgekommen. Da würden Sie heute lernen, dass es eine Zehnfachschicht gibt. Also eine bimolekulare Lipidschicht, 1935, Danieli und Devson, dann haben das ergänzt, haben das zum Sandwich-Modell weitergedeutet, denn es sind ja auch Proteine dabei, das hat man dann auch gemerkt. Und wo sollen die hin? Die haben gesagt, naja, die sind auf beiden Seiten dieser Phospholipid-Doppelschicht erstmal aufgelagert. Und zeitgleich ging es dann auch in der Entwicklung der Elektronenmikroskopie voran. Ja, dann hat man Membranen auch mal sehen können. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man auch mal was sieht von der Chemie. Ja, sonst ist das ja immer so, denn so eine Blackbox, wo man immer sagt, das verstehe ich nicht, weil ich es nicht sehen kann. Doch, man kann viele Dinge auch sehen. Hier zum Beispiel die Zellmembranen. Sie haben zwei Zellen, die hier aneinander grenzen. Na, hier oben ist eine Zelle, hier unten ist eine Zelle. Und beide haben jetzt hier eine Doppelmembran. Das heißt, Sie sehen zwei dunkle Linien, elektronendichte Linien, und die sind getrennt von einer hellen Linie. Ja, das sind dann quasi die lipophilen Schwänze der Fettsäuren. 1950 von Robertson das Modell der Einheitsmembran. Die Unit Membrane hört man auch heute noch oft den Begriff. Da hat man der Tatsache Rechnung getragen, dass Substanzen hier offensichtlich in Zellen ja rein und rauskommen. Und dann wurde vermutet, bei vielen Membranen erfolge der Durchtritt vorzugsweise durch wassererfüllte Intermezellarräume. Und dann war schon irgendwie klar, dass nicht bei allen Zellen gleichermaßen große Moleküle hier rein und raus können. Und dann hat man gesagt, naja, die meisten pflanzlichen Zellulosemembranen, die sind so weit, dass die Mehrzahl der nicht-kollidalen Stoffe keinen nennenswerten Widerstand haben. Und bei anderen Membranen, da können die Poren so eng sein, dass nur ganz wenige kleine Moleküle hindurchtreten können und die größeren, die werden so ausgesiebt. Ja, das ist ein Modell, was zwar vernünftige Überlegungen hat auf eine Beobachtung hin, was aber so der Wahrheit nicht entspricht. Man hat es also nochmal weiter verfeinert, denn Probleme, die sich hier auftun, sind zum Beispiel, dass Unterschiede im Membranbau, in der chemischen Zusammensetzung oder auch die Fluiditätseigenschaften einer Membran gar nicht groß berücksichtigt worden sind, beziehungsweise nicht zu den Modellvorstellungen gepasst haben. Deswegen 1972 von Singer und Nicholson das Fluid-Mosaik-Modell. Damit kann man heute tatsächlich auch noch arbeiten. Ja, da sehen Sie jetzt, dass die Proteine nicht einfach oben aufliegen, sondern irgendwie eingebettet sind in den B-Layer. Wir haben keine festen Proteinschichten, sondern mosaikartig angeordnete Proteine, die
die auf oder in einer flüssigen, in Bewegung befindlichen Phospholipid-Doppelschicht hin und her driften können. Ja, diese Proteine, die sind selbst amphiphil, die haben nämlich Bereiche, die sind hydrophil, die zeigen dann nach außen zum Zytosol hin oder zum Extrazellulärraum hin. Oder es gibt Anteile, die sind lipophil, da sind lipophile Aminosäuren verbaut und die sind dann integral in der Membran drin, verankern diese Membran, dieses Protein in der Membran. Ja, das könnte zum Beispiel eine Alpha-Helix sein, die die Membran durchspannt, eine Transmembrandomäne, und so halten diese Proteine fest. Sie sehen wieder aufgelagerte Periphere, sie sehen integrale Membranproteine. Und die können sich jetzt bewegen, die können jetzt hier rotieren, die können auch lateral diffundieren, sich jetzt hier kreuz und quer bewegen. Das Einzige, was sie nicht so leicht können, das ist einen Flipflop machen. Das heißt also, das Drehen, wenn sie so drinstecken, sich einmal so durchdrehen, das geht eher nicht, denn dann müsste ja dieser Teil, der hier oben zum Wässrigen hinsitzt, zum Extrazellulärraum zum Beispiel, und der lipophile Teil, der hydrophile Teil, der hier unten zum Zytoplasma hinsitzt, der müsste dann einmal durch die Lipid-Doppelschicht, das würde den Löslichkeitseigenschaften genau nicht gerecht werden, und müsste dann wieder rauskommen. Das heißt, das passiert nicht einfach mal so. Da müssen Sie nachhelfen, da müssen Sie auch investieren, das kostet was, und da brauchen Sie Enzyme dafür. So einen Flip-Flop kriegen Sie mit Flip-Hasen oder Flop-Hasen hin. Jetzt bleibt nur noch eine Sache, die Fluidität, das hat man gemerkt, in einer Membran ist nicht einheitlich. Das heißt, es gibt Bereiche, die sind flüssig, da kann ein Protein gut hin und her diffundieren, es gibt Bereiche, die sind eher fest. Ja, und dann sind auch Proteine, die irgendwie an einem bestimmten Reaktionsweg beteiligt sind, die zusammengehören, vielleicht auch räumlich näher beisammen verbaut auf der Membran und in sich eher fest, dass sie nicht so voneinander wegdriften, und dann gibt es einen anderen Bereich, wo andere verbaut sind, und diese Fluidität, die kann man auch experimentell zeigen. Ja, man kann fluoreszierende Moleküle einbauen in eine Membran und die dann sichtbar machen mit dem Fluoreszenzmikroskop, und wenn man sie ausbleicht mit einem Laser, wenn man an einer Stelle alle Fluoreszenz wegbleicht, dann können aus der Umgebung solche fluoreszierenden Proteine wieder zurückkommen und können hier wieder dieses Loch, dieses schwarze Loch wieder füllen. Ja, und dann über den Zeitraum, über den das passiert, kann man dann einen Rückschluss auf die Membranfluidität ziehen. The lateral mobility of membrane proteins can be measured in living cells by FRAP, which stands for fluorescence recovery after photobleaching. For this purpose, membrane proteins are often expressed as fusion proteins with the green fluorescent protein GFP and observed with a fluorescence microscope. A selected area of the cell is then bleached with a strong computer-controlled beam of laser light. Those membrane proteins that are not anchored and therefore can diffuse in the plane of the membrane quickly exchange places with their neighbors and fill back in the bleached area. From the rate of this fluorescence recovery, the diffusion constant of the protein can be calculated. Here, GFP is fused to a membrane protein that lies in the membrane network of the endoplasmic reticulum. After bleaching, we observe quick recovery of the fluorescence, showing that the protein is very mobile in the plane of the membrane. The same experiment can be repeated using a protein that is firmly anchored and not free to diffuse. Here, we observe GFP fused to a protein of the inner nuclear membrane that binds tightly to the meshwork of the nuclear lamina. After photobleaching, no fluorescence recovery can be seen over the same time frame. Und wenn Sie das jetzt auch noch berücksichtigen wollen, dann sind Sie beim aktuellen Modell, nämlich beim Lipid-Floß-Modell.
Sie haben also Lipidschollen, die sind zähflüssig, die treiben jetzt wie ein Floß auf den Neckar, wie ein Stochokarm, jetzt mit ihren Proteinen in diesem Lipidfilm. Und dann gibt es Bereiche, die sich in Aufbau und Funktion unterscheiden. Dann haben wir zusammengepackt an Proteinen, was zusammengehört, zu größeren Komplexen verbunden. Und dazu kommt dann auch noch die Asymmetrie der Leaflets. Und die Fluidität dieser Bereiche, die ist veränderbar. Ja, da können Sie zum Beispiel durch die Zusammensetzung, ob Sie gesättigte, ungesättigte Fettsäuren hier einbauen, langkettigere, kurzkettigere Fettsäuren einbauen oder auch mehr Cholesterin einbauen, die Fluidität beeinflussen. Cholesterin macht einen Bereich fester. Cholesterin ist auch eine amphiphile Substanz, hat auch einen hydrophilen Kopf und einen lipophilen Rest. Und wenn Sie mehr ungesättigte Fettsäuren zum Beispiel einbauen, dann wird die Membran eher fluider. Und was kommt jetzt durch, wenn ich die Permeabilität der Zellmembran jetzt mal so anschaue, bezüglich unterschiedlicher Substanzen, polare Substanzen, geladene Substanzen, na, dann findet man, dass Kohlendioxid, Sauerstoff, Ammoniak ganz leicht durchkommt, hat nämlich eine Diffusionsrate von 1 cm pro Sekunde, ist eine freie Diffusion. Ne? Ist ja auch günstig für uns, dass der Sauerstoff in unsere Zellen reinkommt. Auch Wasser kann noch durch, C-2 cm pro Sekunde, ist schon aber deutlich schwerer und da hilft man dann natürlich nach. Ja, wenn ich jetzt was reinkriegen will in die Zelle und die möchte jetzt regulieren können, wie viel Wasser sie aufnimmt oder abgibt, dann baut sie Poren ein, die Wasser durchlassen, nämlich Aquaporine. Und ja, dann wird es immer schwieriger, Glycerin-Harnstoff geht noch schwieriger, Glucose, 10-8 cm pro Sekunde kriegen Sie dann nicht mehr vernünftig rein. Ja, da müssen Sie nachhelfen, da brauchen Sie Glucosetransporter, da ist mit Diffusion nichts mehr zu holen. Und wenn es dann auch noch geladen wird, irgendwelche Ionen, Chloridionen, Kalium, Natrium, da haben Sie keine Chance, dann brauchen Sie Kanäle dafür. Ja, Transporter und Kanäle, das heißt, solche Transportvorgänge durch die Zellmembran, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie kriegen wir das hin? Der einfachste Fall entlang eines Konzentrationsgefälles, na, das wäre die Geschichte, dass wir eine hohe Konzentration jetzt hier haben, auf einer Substanz, eine niedrige Konzentration hier haben und dann könnte von außen zum Zytoplasma hin diese Substanz vielleicht einfach eindiffundieren. Das wäre eine einfache Diffusion, passiver Transport, passiv, weil er uns nichts kostet, na, weil die Energie quasi in diesem Gradienten schon drinsteckt. Diffusion ist also durch Mischung zweier oder mehrerer Stoffe, durch ungerichtete Zufallsbewegungen der Teilchen, die thermische Energie, die brownsche Molekularbewegung und wenn sich alles durchmischt, ja, dann wird wieder die Unordnung erhöht, steigende Entropie macht das Ganze günstig. Wenn das nicht geht, wenn jetzt die Membran nicht permeabel ist für diese Teilchen, die hier durch möchten, dann kann man die Konzentrationen trotzdem angleichen, indem andersrum Wasser aus der Zelle ausströmt. Ja, Sie können ja jetzt Salz auf den Apfel streuen und dann zieht es da das Wasser raus. Haben also die Passage von Wasser durch eine semipermeable Membran, ja, wo das Lösungsmittel, das Wasser eben durchkommt, nicht die Stoffe, um die es hier geht, die diesen Gradienten aufbauen. Das wäre ein Beispiel für eine Osmose. Tut der Zelle meistens nicht so gut. Ja, das ist eher nicht das, was wir jetzt physiologisch bemühen wollen. Schauen wir uns das nächste an, eine kanalvermittelte Diffusion. Wenn ich einen solchen Kanal hier einbaue, dann kann ich diese Diffusion erleichtern. Immer noch entlang eines Gradienten, immer noch ein passiver Transport. Ja, dann baue ich ein Protein hier ein, integrales Membranprotein, das zum Beispiel mehrere Alpha-Helices hat. Diese Alpha-Helices durchspannen die Membran. Jede Helix für sich ist in der Mitte nicht groß genug in der Öffnung, dass da was durchkommt, aber ich kann mehrere Helices durch die Membran durchsetzen und dann quasi in der Mitte eine Pore aufspannen und da passt irgendwas durch. Ja, und das kann ich dann auch noch steuern oftmals, spannungsabhängige oder Liganden gesteuerte Kanäle haben, die dann entsprechend sich schließen können und öffnen können. Wo kann man sowas brauchen? Und dann denken Sie zum Beispiel
an das Pankreas, an die Bauchspeicheldrüse. Wenn Sie einen hohen Blutglukosespiegel haben, dann wäre die Aufgabe des Pankreas, Insulin auszuschütten über die B-Zellen und dann den anderen Organen, den anderen Zielzellen damit zu signalisieren, es ist gerade viel Glukose im Blut, da kann man sich jetzt bedienen. Das heißt, bitte füllt eure Vorräte entsprechend auf. Ja, jetzt soll also die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschütten, da muss sie erstmal wissen, dass viel Glukose da ist. Das passiert ganz einfach, wenn viel Glukose da ist, dann geht die auch viel in die B-Zellen rein und die setzen die Glukose dann um, machen Glykolyse, machen Atmungskette, machen ATP, stellen also den universellen Energiespeicher her. Und wenn viel ATP da ist, dann ist das ein Maß dafür, dass jetzt wohl auch viel Glukose da war. Und wenn wenig ATP da ist, entsprechend nicht, denn die haben das so gelöst, die werden es noch genauer anschauen, dass insbesondere die Schwankungsbreite, wie viel ATP hier produziert wird, sehr stark abhängt vom Angebot an Glukose, mehr als in anderen Zellen der Fall ist. Und wenn jetzt viel ATP da ist, dann gibt es einen solchen Kanal, einen ATP-abhängigen Kaliumkanal, der macht dann zu. Jetzt, was passiert hier? Müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Wir haben an der Membran erstmal eine Natrium-Kalium-ATPase. Eine Natrium-Kalium-ATPase, die pumpt uns unter ATP-Verbrauch, ATP-spaltend, eine ATPase, Natrium aus der Zelle raus, nämlich 3 Ionen Na+ aus der Zelle raus und 2 Ionen Kalium in die Zelle rein. Das heißt, hier gehen auch 3 Ladungen raus und nur 2 positive Ladungen wieder rein. Das heißt, insgesamt wird es in Zytosol oder Zellinneren hin negativer als zum Extrazellulärraum. Das heißt, wir haben hier ein Membranpotenzial. 3 Natrium raus, 2 Kalium rein. Das Kalium bleibt da aber nicht, denn es gibt jetzt einen Kaliumkanal und dadurch, dass ich jetzt einen Kaliumgradienten aufbaue, will das Kalium auch wieder ausströmen und geht durch den Kaliumkanal wieder nach außen. Wie so ein Zucker, den ich in den Kaffee reinwerfe, der wird sich dann verteilen, er wird nicht die lokale Konzentration halten, sondern er wird sich auflösen, er wird sich verteilen, wird entsprechend die Entropie erhöhen. Dann hat noch keiner gesehen, dass der Kaffee sich alleine entmischt und der Zuckerwürfel sich wieder zusammenlagert. Also strömt das Kalium wieder nach draußen und damit gehen auch nochmal positive Ladungen verloren und insgesamt ist also im Zellinneren negativ. Wenn jetzt viel ATP da ist, als ein Maß dafür, dass viel Glukose da ist, dann machen die ATP-abhängigen Kaliumkanäle zu. Kalium kann nicht mehr ausströmen und deswegen wird es auch außen nicht mehr ganz so positiv sein, innen nicht mehr ganz so negativ sein. Das heißt, es kommt zu einer Depolarisation der Membran. Also eine Spannungsänderung. Und dann gibt es einen zweiten Kanal, jetzt einen Calciumkanal, der ist jetzt spannungsabhängig und so ein spannungsabhängiger Calciumkanal, der wird in dem Fall jetzt aufmachen, dann strömt Calcium in die Zelle ein und wird jetzt von Calmodulinen erkannt, von Calciumsensoren, die dann Motorproteine freigeben, Cell-Trafficking freigeben. Das heißt, da gibt es Bewegungen, dass Vesikel, die bereits vorgefertigt sind, mit Insulin gefüllt sind, jetzt an die Plasmamembran transportiert werden, mit der fusionieren. Auch hierfür ist Calcium dann notwendig und dann wird das Insulin nach außen ans Blut abgegeben. Haben wir also insgesamt jetzt eine Diffusion entlang eines Konzentrationsgradientens, immer noch ein passiver Transport und wir erreichen hier auch eine Sättigung. Das heißt, wenn alle Kanäle maximal ausgelastet sind, dann wird es auch nicht noch schneller. Und ein solcher Kanal, der ist jetzt sehr selektiv. Ich habe Ihnen erzählt, es gibt einen Calciumkanal, es gibt einen Kaliumkanal und der Name ist Programm. Der lässt auch nicht alles andere durch. Das heißt, innerhalb der Pore befindet sich jetzt ein Selektivitätsfilter und der lässt immer nur ein einzelnes Ion durch und prüft dann genau, darfst du nicht. Und nach innen hin, da sitzen jetzt polare Aminosäuren, die zu dieser Pore, zu dem Kanal dann hinzeigen. Und diese polaren Aminosäuren oder auch die Carbonyl-Sauerstoffatome der Peptidbindungen, die übernehmen jetzt die Rolle des Sauerstoffs von Wassermolekülen der
Hydrathülle, die normalerweise jetzt diese Ionen umgibt. So ein geladenes Ion hat natürlich eine Hülle aus Wassermolekülen, die werden jetzt abgespalten, es kommt zu einer Dehydratisierung. Und im Inneren der Pore, da gibt es eine Tasche mit Wassermolekülen, wo die Ionen sofort wieder hydratisiert werden. Und auf diesem Weg wird jetzt also sortiert, dass nur die richtigen durchkommen. Jetzt, warum passen Natriumionen nicht durch die Kaliumkanäle durch? Natriumionen sind kleiner als Kaliumionen. Sie werden sich sicherlich erinnern aus der Chemie, und wir haben ja vorhin auch das Ganze nochmal wiederholt, dass es hier so ein paar Tendenzen gibt im Periodensystem der Elemente, nämlich was zum Beispiel die Größen angeht von Atomen oder was auch die Elektronegativitäten angeht. Ich habe mal so grob skizziert ein Periodensystem. Sie haben jetzt die Hauptgruppen da stehen, von oben nach unten haben Sie die Perioden, kann man hier den Wasserstoff reinschreiben, das Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cäsium, und hier haben wir Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astat. Und jetzt passiert Folgendes: Wenn ich jetzt mit der Ordnungszahl steige, Wasserstoff, Helium, dann zum Lithium komme, dann nimmt die Anzahl der positiven Ladungen im Atomkern zu. Dann habe ich mehr Protonen hier, und entsprechend wird das für die Größe so sein, dass mit einer höheren positiven Kernladung die Elektronenwolken stärker angezogen werden. Das heißt, entlang der Hauptgruppen kommt es zu einer Abnahme im Atomradius. Wir ziehen stärker an den Elektronenhüllen, das Ganze wird kleiner. Das heißt also, von links nach rechts haben wir kleinere Atome, und entsprechend, wie ist es, wenn ich jetzt die einzelnen Perioden durchgehe, da kommt mit jeder neuen Periode eine neue Schale dazu. Und diese neue Schale hat sehr viel größere Orbitale, als das in der vorherigen der Fall war. Das heißt, ich habe eine Größenzunahme von oben nach unten oder auch von unten nach oben wieder kleinere Atomdurchmesser. In dem Fall würde das Ganze stimmen. Wir hatten ja gesagt, Natriumionen Na+ ist kleiner als Kaliumionen K+. Lassen Sie uns noch kurz einen Blick werfen auf die Elektronegativitäten, wenn wir gerade dabei sind. Auch hier ist es so, Elektronegativität bedeutet ja, wie stark kann ein Atom oder ein Kern letztlich, ein Atomkern an seiner Umgebung, auf seine Umgebung einwirken, an Elektronen der Umgebung ziehen. Und da ist natürlich die Kernladung wieder wichtig. Das heißt also, von links nach rechts kommt wieder jeweils ein Proton dazu, die Elektronegativität steigt. Und von oben nach unten mit Zunahme der Größe, wenn eine neue Schale hinzukommt, dann ist natürlich der Abstand von einem potenziellen Elektron, an dem ich ziehen möchte, sehr viel größer. Und dann nehmen die Kräfte auch schnell ab, nämlich mit dem Abstand im Quadrat nehmen sie ab. Und entsprechend habe ich eine höhere Elektronegativität von unten nach oben und von links nach rechts. Das heißt also, in diesem Fall wäre Fluor das elektronegativste Element. Und warum müssen wir das wissen? Wir werden uns dann nachher immer wieder mal anschauen bei Reaktionsmechanismen, wer ist elektronegativer, wer kann an Elektronen ziehen und was für eine Ladungsverteilung resultiert daraus. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Kanal, zu unserem Kaliumkanal, und wir wollten wissen, warum passt Natrium hier jetzt nicht durch. Die Ladung von Na+ und K+, die ist nun für beide Ionen identisch, einfach positiv nämlich. Allein die Größe gibt hier den Ausschlag, nämlich das Ladungs-zu-Volumen-Verhältnis. Das wird anders werden. Natrium ist nun mal kleiner und entsprechend ist bezogen auf sein Volumen hier mehr Ladung vorhanden. Das führt dazu, dass nach außen hin auch mehr Ladung wirken kann. Das heißt, wir haben eine größere Hydrathülle. Und diese Hydrathülle, die ist jetzt tatsächlich zu groß, das Ion selbst wäre es nicht, aber die Hydrathülle, die ist zu groß für den Selektivitätsfilter. Denn diese Sauerstoffatome hier der Carbonylgruppen, der Peptidbindungen, die sind jetzt zu weit entfernt, um die Sauerstoffatome des Wassers
ersetzen zu können. Das heißt, ich kann die Hydrathülle nicht abspalten. Ich komme nicht nah genug ran an dieses Natrium. Dann bleibt die Hydrathülle, wo sie ist. Und damit passt diese Hydrathülle insgesamt nicht mehr durch die Pore durch. Bei Kalium funktioniert das. Was gibt es noch? Es gibt noch einen weiteren Diffusionsmechanismus, eine erleichterte Diffusion, immer noch ein passiver Transport entlang eines Gradienten, jetzt aber nicht Kanal vermittelt, sondern Carrier vermittelt. Ja, ein Kanal ist einfach eine Pore, ein Carrier, der hat jetzt eine dreidimensionale Struktur und ist sehr genau angepasst an das Substrat, das er transportieren soll. Eine Glucose zum Beispiel kann da rein. Und so ein Carrier vermittelter Transport, man spricht hier eben auch von einem Transporter, der zeichnet sich dadurch aus, dass es jetzt spezifisch ist, eben abhängig von der Sterik, von der Geometrie, was passt da rein. Dann werden größere Moleküle transportiert, nicht einfach nur Ionen, immer noch entlang eines Konzentrationsgradienten, damit energieunabhängig und sättigbar. Das heißt also, wenn alle Carrier wieder besetzt sind, alle Transporter gerade arbeiten, dann wird es nicht noch schneller, wenn ich mehr Substrat hinzuschmeiße. Und wie könnte das funktionieren? Ich habe jetzt hier auf der einen Seite eine Öffnung, meinetwegen auf der extrazellulären Seite, dann kommt eine Glucose angeschwommen. Es handelt sich hier vielleicht um einen Glucosetransporter und diese Glucose, die geht jetzt in diese Öffnung rein und passt von ihrer Form, ihrer dreidimensional, von ihrer Ladungsverteilung genau zu diesem Transporter. Und dann wird der eine Konformationsänderung machen, dann verformt er sich, klappt zu, umschließt diese Glucose. Das hat zur Folge, dass auf der Seite, die eben noch geöffnet war, sich die Konformation so ändert, dass der Zugang geschlossen wird. Andererseits auf der anderen Seite zum Zellinneren öffnet es sich jetzt und das Molekül kann in die Zelle entlassen werden. Ja, ansonsten, wenn ich etwas machen möchte, was einen Gradienten erst aufbaut, wenn ich entgegen eines Konzentrationsgefälles arbeiten möchte, dann kostet mich das was. Das ist ja ganz klar, wenn ich Wasser den Berg hoch pumpen möchte, dann brauche ich eben eine Pumpe und hier spricht man auch von Pumpen. Die sind jetzt oftmals unter ATP-Verbrauch zu betreiben, sind also energieabhängig, arbeiten gegen den Konzentrationsgradienten auch wieder spezifisch, transportieren nur bestimmte Substrate. Ich habe vorhin die Natrium-Kalium-ATPase genannt als Beispiel. Das wäre dann etwas, was primär aktiv ist. Hier schaffen wir direkt unter ATP-Verbrauch Natrium-Ionen aus der Zelle, Kalium-Ionen in die Zelle hinein. Aber es geht auch etwas indirekter, nämlich mit einem sekundär aktiven Transport. Dann nutzen wir irgendeinen anderen Energiespeicher, irgendeinen anderen Konzentrationsgradienten, den wir davor unter Energieverbrauch aufgebaut hatten und wandeln das jetzt um in einen weiteren Gradienten, den wir haben möchten. Beispiele habe ich gegeben, Natrium-Kalium-ATPase oder auch die Protonenpumpe in den Belegzellen des Magens, das wären primär aktive Transporte. Sekundär aktiv, das wäre zum Beispiel die Aufnahme von Glucose, das erfolgt nämlich im Symport, das heißt in die gleiche Richtung, zusammen mit Natriumionen im Dünndarm, denn Natrium ist im Darmlumen immer viel mehr vorhanden als in den Zellen, deswegen strömt es ein und diese Kraft, diese Triebkraft kann man sich sekundär aktiv zunutze machen, um Glucose mitzunehmen, selbst wenn Glucose eigentlich im Dünndarm gar nicht mehr viel ist. So schafft man eine möglichst vollständige Aufnahme und verhindert, dass wir Glucose ungenutzt wieder ausscheiden oder für bakteriellen Abbau, die sie zur Verfügung steht, was dann mit Gasbildung, Blähungen und sonstigen unschönen Effekten einhergehen würde. Die Richtung, den Symport habe ich gerade genannt, beides in die gleiche Richtung. Der Antiport, das wäre entgegengesetzt, Natrium-Kalium-ATPase, Uniport geht nur in eine Richtung. Damit sind wir im Prinzip mit den Membranen durch und jetzt können wir uns den anderen Organellen in einer solchen Zelle ein bisschen widmen. Und ganz wichtig ist natürlich der Zellkern, der Nukleus. Im Zellkern, da speichern wir unsere Erbinformationen. So sieht das Ganze aus im elektronenmikroskopischen Schnittbild.
Ja, das ist ein transmissionselektronenmikroskopisches Bild. Da sehen wir den Kern, da sehen wir, dass er unterschiedlich anfärbbar ist. Das heißt also, sich hier auch unterschiedlich elektronendicht verhält. Und was ist da drin? Wissen wir heutzutage alle, das kinetische Material in Form von Desoxyribonukleinsäure, DNS oder Deoxyribonucleic Acid, das wäre dann die DNA. Das Ganze ist organisiert jetzt in Heterochromatin. Das sind die Bereiche, wo DNA fest an Histonproteine, an basische Proteine gebunden ist. Deswegen dicht verpackt, nämlich auch momentan inaktiv, wird gerade nicht abgelesen, ist und weil es eben so dicht ist, auch gut anfahrbar ist, deswegen sich hier dunkel darstellt. Und das Euchromatin, dort ist das Chromatingerüst aufgelockerter. Das heißt, die Gene sind aktiv in aller Regel. Fast die gesamte Genaktivität ist im Euchromatin lokalisiert und das wäre entsprechend hier hell dargestellt, weil schlechter anfahrbar. Was ist sonst noch drin? Das ist nicht alles. Wir haben auch Proteine natürlich im Nukleus drin, die wir brauchen für Replikation, für Transkription, für posttranskriptionale Prozessierung. Da ist DNA, RNA-Synthese, die hier stattfindet. Und das muss ja auch katalysiert werden. Brauchen wir Proteine, die sind auch hier vorhanden. Ein Beispiel für das Heterochromatin habe ich, zum Beispiel das Barr-Körperchen, eines der beiden X-Chromosome in den Zellen von weiblichen Säugetieren oder Menschen. Und dieses Barr-Körperchen, das ist stillgelegt. Man will die Gendosis, die hier exprimiert wird, zwischen Frauen und Männern, zwischen weiblichen und männlichen Tieren hier angleichen. Nämlich im Männlichen haben wir ja XY, deswegen wollen wir nicht die doppelte X-Dosis hier exprimieren und deswegen wird eines von beiden stillgelegt. Na, und wenn es jetzt ein überzähliges X-Chromosom gäbe, das kann ja mal vorkommen, eine Trisomie X wird man das nennen, dann hätten wir 3 statt 2 X-Chromosomen im weiblichen Individuum und das ist gar nicht mal so schlimm, denn dann gibt es eben 2 Barr-Körperchen, das zweite kann man genauso stilllegen und es gibt oft kaum Symptome an der Stelle. So, wie liegt die DNA hier drin? Wir haben das Chromatin, wir sehen hier schon die DNA-Doppelhelix und diese DNA-Doppelhelix, wenn ich die jetzt mir genauer anschauen, wie die Geometrie ist, wieso die Stabilisierung über Wasserstoffbrücken und über Stapelkräfte erfolgt. Aber diese DNA-Doppelhelix, die ist, wenn ich sie nur so ausbreiten würde, noch viel zu groß. Wir müssen viel stärker kondensieren, um das alles im Zellkern wirklich unterzubringen. Und deswegen umwickeln wir jetzt diese DNA an solche Histone. Sie sehen, es sind grün dargestellt, Histonproteine, nämlich 8 Stück als Oktamer zusammengesetzt, oben 4 und unten 4. Und dann wird jetzt an diese Histon-Oktamere aus den Untereinheiten H2A, H2B, H3 und H4 bestehen die. Da wird jetzt die DNA angelagert. Dann umwickeln wir die und haben damit schon mal so ein bisschen eine Größenreduktion. Dazwischen gibt es immer linker DNA, die solche Nukleosome, die hier entstehen, dann verbinden. Und das H1, das fehlt noch in der Aufzählung, das H1-Histon, das verbindet jetzt immer linker DNA und Nukleosomen, macht so die Verknüpfung zwischen 2 solchen Oktameren. Ist immer noch zu groß, müssen wir weiter aufwickeln. Das sagen wir jetzt, jetzt bilden wir eine 30 Nanometer Faser, indem wir es nochmal weiter aufrollen und dann legen wir das Resultat in Schleifen, dann wird es nochmal ein bisschen kleiner und wenn wir es richtig eng verpacken wollen, dann finden wir das im Metaphase-Chromosom, ne, bei der Mitose und viel kompakter geht es kaum, dann haben wir maximal die DNA komprimiert. Ein Nukleosom wird jetzt von 147 Basenpaaren DNA umwickelt. Das Ganze ist eine linksgängige Superhelix, die wir hier bilden. Und ich kann Ihnen auch eine Zahl geben, die das Verkürzen so ein bisschen darstellt. Wenn ich jetzt die DNA um so einen Histonkomplex wickle, dann bleibt 1/7 der Länge noch übrig. Also so 68 Nanometer verkürzen sich auf 10 Nanometer in der Ausdehnung. Ja, und Sie sehen jetzt hier noch eine
Fluoreszenzaufnahme, eine Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, eine Fischtechnik, wo man die einzelnen Metaphase-Chromosomen sichtbar macht im Zellkern. Und da sehen Sie, da geht es nicht kreuz und quer durcheinander, sondern da gibt es ganz definierte Farbkleckse und jedes Chromosom hat hier seine Ordnung. Was sind die Aufgaben dieses Zellkerns? Die Aufgaben des Nukleus, die sind, wir haben es schon gesagt, die Replikation. Die DNA muss verdoppelt werden, ne, im Rahmen der Mitose, wenn sich eine Zelle teilt. Die Erbinformation muss an beide Tochterzellen weitergegeben werden. Das heißt, wir machen von DNA wieder DNA. Wie das geht, werden wir ganz ausführlich besprechen. Was kann man noch machen? Man kann Proteinbiosynthese vorbereiten. Das heißt, man kann diese Information, die hier kodiert ist, auf der DNA abschreiben, nämlich eine Transkription machen und dann entsteht eine RNA. Zuerst mal eine HN-RNA, das ist eine heteronukleäre RNA und die kann weiter prozessiert werden. Da kann ich Teile rausschneiden, da mache ich ein Splicing, da kann ich die Enden modifizieren. Fünfstrichseitig gibt es eine Cap-Struktur, dreistrichseitig gibt es einen Poly-A-Schwanz, das schützt vor Abbau und dann entsteht mir eine Messenger-RNA. Eine mRNA und das ist die Abschrift, die den Zellkern dann auch verlassen kann und hier kann man im Zytosol jetzt beginnen, diese hier kodierte Information, nämlich in welcher Reihenfolge sollen hier Aminosäuren zusammengesetzt werden, um ein Protein zu bilden. Die kann man jetzt im Zytosol translatieren, in Protein übersetzen. Ja, ist im Prinzip das gleiche Verfahren, wie wenn Sie in die Uni-Bibliothek gehen, holen sich ein Buch aus dem Regal, dürfen es aber nicht mitnehmen, dann müssen Sie es erst abschreiben. Mit Ihrer Abschrift gehen Sie nach Hause und dann gehen Sie in die Küche und kochen das Rezept, was Sie da haben. Jetzt hat dieser Zellkern einen Nuclear Envelope, eine Hülle um sich herum und diese Hülle besteht jetzt aus einer doppelten Membran. Und doppelt heißt hier zweimal ein solcher Bilayer, eine Lipid-Doppelschicht, wie wir es vorher besprochen haben, wirklich zwei separate Biomembranen. Und wenn ich zwei Membranen habe, dann habe ich auch einen Intermembranraum, dann ist auch ein Hohlraum dazwischen und dieser Hohlraum, der setzt sich fort im endoplasmatischen Retikulum. Ja, diese Ausstülpungen der äußeren Membran, die bilden jetzt das raue endoplasmatische Retikulum. Der Intermembranraum ist somit in direktem Kontakt mit dem Lumen des ER und dann ist unter dieser Kernhülle zusätzlich ein stabilisierender Verbund von Fibrillen, nämlich die Kernlamina, 100 Nanometer dick. Intermediärfilamente sind das und das gibt eine Stützfunktion, das hält die Form dieses Zellkerns und ist auch regulatorisch von Bedeutung für die DNA-Replikation, für die Zellteilung oder auch für die Chromatin-Organisation. Wie kann man sich's vorstellen evolutiv? Warum hat dieser Zellkern jetzt zwei Membranen und warum hängt da außen das endoplasmatische Retikulum noch dran? Ich kann mal Ihnen an der Tafel kurz noch zeigen, woran das liegen könnte. Stellen Sie sich vor, wir haben ein endoplasmatisches Retikulum. Das sieht vielleicht so aus, hat vielleicht auch irgendwelche Ausläufer und ist eine Membran, wir werden es gleich noch besprechen. Stellen Sie sich weiter vor, hier liegt jetzt irgendwo DNA in dieser noch nicht eukaryotischen Zelle. Und was könnte passiert sein? Jetzt wird dieses endoplasmatische Retikulum, hier diese DNA vielleicht so ein bisschen umschließen, einfach mal hier so außen rum wabern und dann sehen Sie schon, hier bildet sich ein Zellkern. Ja, wir haben jetzt hier quasi das Kernlumen, wir haben hier einen Intermembranraum, wir haben zwei Membranen und das Ganze könnte man jetzt hier noch ein bisschen runder machen, aber Sie sehen, hier geht es auch weiter. Das ist die Intermembranraum, die jetzt Kontinuität hat hier zum endoplasmatischen Retikulum. Und dann kann man hier noch eine Kernpore reinsetzen. Und diese Kernpore werden wir gleich noch besprechen. Die durchspannt jetzt also beide Membranen. Und das wäre so die Idee, was hier evolutiv passiert sein könnte.
Ja, die Kernpore, die ich jetzt da gerade gemalt habe, wenn wir da mal einen Blick drauf werfen, wie sehen solche Kernporenkomplexe aus? Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, ein rasterelektronenmikroskopisches Bild. Das sieht man so von oben wie auf so eine Mondlandschaft und dann sehen Sie lauter kleine Punkte. Das sind die Kernporenkomplexe und das Ganze ist ein Gefrierbruchaufnahme. Sie sehen, das Ding hat so Risse drin. Ja, da hat man eine Gewebeprobe eingefroren oder Zellen eingefroren zwischen zwei Glasplatten, hat die auseinandergerissen und dann reißen diese Membranen auch mal zwischen den beiden Leaflets auf und dann sieht man mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Diese Kanalkomplexe, die durchspannen jetzt wie gesagt beide Kernmembranen, Außendurchmesser 120 Nanometer, die Höhe ist so um die 70 Nanometer und das sind quartär organisierte Proteine, ein großer Komplex aus mindestens 50 Proteinen, die hier beteiligt sind, so eine Kernpore zu bilden. Nukleopurine nennt man die. Und schematisch könnte das Ganze so aussehen. Sie haben die Kernlamina auf der einen Seite. Sie haben jetzt auf der anderen Seite das Zytosol hier oben. Und zytosolisch ragen jetzt Filamente rein, die dieses Transportgut, was hier angeliefert wird, entgegennehmen und dann detektieren. Transportgut heißt irgendetwas, was ich im Zytosol produziert habe, was aber eigentlich in den Kern rein soll. Ne, und das muss man noch kenntlich machen. Der Postbote muss immer wissen, wo muss die Fracht hin. Und da müssen wir noch einen Blick drauf werfen, wie funktioniert das eigentlich. Dann gibt es auf beiden Seiten, innen wie außen, zytoplasmatisch wie karyoplasmatisch, einen Ringwulst, ist hier halb durchgeschnitten aus 8 globulären Untereinheiten, 4 sind jetzt gezeigt. Und die werden jetzt verbunden durch Speichen. Und innerhalb dieser Speichen, da befinden sich Kanäle. Das ist noch nicht die eigentliche Kernpore, das ist einfach noch so ein Gimmick, was es noch extra gibt. Da haben wir Kanäle drin. Genau in der Mitte, das große Loch, das ist der eigentliche Transporter, das Zentralgranulum. Und jetzt geht die innere und die äußere Kernmembran ineinander über. Und dann haben wir die Untereinheiten, die Luminalen, die verankern jetzt diesen Kernporenkomplex in der Membran. Und dieses Ineinanderübergehen, das ist das, was ich gerade versucht habe, Ihnen an der Tafel so ein bisschen aufzumalen. Nuklearseitig gibt es noch einen Korb und dessen Funktion ist nicht geklärt. Der ist da, das weiß man. Man kann ihn sehen, aber man weiß nicht, wofür er gut ist. Jetzt will ich ein Substrat hier rein transportieren. Und dieses Substrat, das kann jetzt hier prinzipiell auf zwei Arten, abhängig von der Größe, geliefert werden. Nämlich kleine Ionen und kleine Moleküle, weniger als 5 Kilodalton Größe, molekulare Masse, die diffundieren durch diese Kanäle, die jetzt in diesen Speichen um die zentrale Pore herumliegen. Ja, 9 Nanometer ist der Durchmesser, das passt durch. Alles, was größer ist, zum Beispiel Ribonukleoproteine, die werden jetzt durch den zentralen Kanal importiert und die brauchen aber auch eine Briefmarke oder eine Adresse aufgedruckt, wo sie hin sollen. Und dafür gibt es ein sogenanntes Kernlokalisierungssignal. Ja, dieses Kernlokalisierungssignal, das liegt oder ist ein Teil der Primärstruktur des Proteins, das hier importiert werden soll, nämlich eine bestimmte Abfolge von Aminosäuren, die nur dafür da sind, um kenntlich zu machen, wo soll ich eigentlich hin. Klassisch ist das Kernlokalisierungssignal sowas, ein P, ein K, 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 ein R und ein K und ein V. Das ist nämlich ein Prolin, Lysin, 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 Arginin, Lysin und Valin, der ein Buchstabencode der Aminosäure. Und jetzt bindet diese nukleäre Lokalisationssequenz, dieses Signal, an ein Protein, das da im Zytoplasma rumschwimmt, ein Importin, ein Alpha-Importin. Und das wäre jetzt
dann vielleicht das hier. Und dieses Alpha-Importin wiederum bindet ein Beta-Importin und dann wird es an dem äußeren Ring andocken. Die Anbindung selbst braucht noch kein ATP, aber der Transport, wenn es jetzt nach innen geht, ins Karyoplasma, dann wird ATP benötigt. Das kostet jetzt was. Die Importine, die lassen wir wieder abdocken und die suchen jetzt das nächste Protein, das ebenfalls ein nukleäres Lokalisationssignal trägt. Jetzt gibt es noch was anderes in diesem Zellkern. Der Nukleus hat nämlich noch ein Nukleolus, ein Kernkörperchen. Das habe ich Ihnen hier mal gehighlightet. Das sitzt hier unscheinbar im Zellkern drin und hat ganz spezielle Aufgaben. Dieses Kernkörperchen, das ist ein Teilbereich des Zellkerns, das hat keine eigene Membran. Das ist also quasi ein, wenn man so will, ein nicht von einer Membran umgebenes Organell, aber oftmals wird es eben genau aus dem Grund auch nicht als eigenständiges Organell betrachtet. Aber es ist wohl organisiert, offensichtlich. Das heißt, wir haben hier nichts dem Zufall überlassen, sondern es gibt diesen abgegrenzten Bereich mit einer ganz speziellen eigenen Aufgabe. Hier wird nämlich was gemacht, ein Nikotinamid, Adenin-Dinukleotid, als NAD abgekürzt, aus Nikotinamid Mononukleotid, NMN abgekürzt. Und diese Funktion des Nikotinamids oder des NADs, des Nikotinamid-Adenin-Dinukleotids, die werden wir noch ganz ausführlich besprechen. Es handelt sich hier nämlich um ein Transportmolekül für Elektronen. Da können wir Elektronen speichern, bevorraten und an anderer Stelle wieder einsetzen, wenn wir irgendwo was herstellen möchten und brauchen dafür Elektronen, wenn wir eine reduktive Biosynthese machen möchten oder auch wenn wir Energie gewinnen möchten. Denn wenn wir Nährstoffe oxidieren, das heißt also letztlich ja verbrennen mit Sauerstoff, aber eine Oxidation ist auch eine Elektronenentnahme, dann werden Elektronen frei. Die werden dann zum Beispiel gespeichert auf einem solchen NAD und die werden davon transportiert zur Atmungskette ins Mitochondrium und werden dann auf Sauerstoff landen und der Sauerstoff wird reduziert. Eine Aufnahme von Elektronen ist nämlich eine Reduktion. Elektronen sind ja negativ geladen. Das heißt, wenn die dazukommen mit ihrer negativen Oxidationszahl, die Oxidationszahl dann damit runtergeht, dann wird diese ja reduziert. Deswegen haben wir eine Reduktion. Na, also ein Elektronentransportmolekül wird uns noch ausführlich beschäftigen. Was machen wir noch? Nukleolus hat noch die Aufgabe, für ribosomale RNA zu kodieren. Na, da sind DNA-Teile drin. Die ribosomale RNA herstellen lassen. Und diese ribosomale RNA, die brauchen wir, um Ribosomen zu machen. Ribosomen, das sind die Druckmaschinen, an denen Proteine translatiert werden. Ja, die sorgen dafür, dass der genetische Code abgelesen wird, dass die richtigen Aminosäuren rantransportiert werden und in der richtigen Reihenfolge das nastierende Protein elongiert wird. Diese Ribosomen, die werden dann hier auch zusammengebaut und die brauchen auch diese ribosomale RNA. Deswegen macht es Sinn, die auch im Bereich des Nukleolus zu kodieren. Ja, da, an der Stelle sei ein Ausblick erlaubt auf Ribosomen. Kommen wir darauf zurück, werden auch diese Folie dann nochmal aufgreifen, wenn es soweit ist. Ribosomen, die kann man charakterisieren über ihren Sedimentationskoeffizienten. Das wäre hier das 80S, das ist eine Svedberg-Einheit. Das beschreibt, wie leicht ein Protein sedimentiert oder damit auch abzentrifugiert werden kann. Und letztlich kann man sagen, je größer die Zahl, desto schwerer ist das Ganze. Aber schwer ist hier nur die halbe Miete, denn Sedimentation hängt nicht nur vom Gewicht ab. Ne? Ein Stein kann im Meer versinken und ein Dampfer, Kreuzfahrtschiff kann dagegen schwimmen. Das heißt, das Gewicht ist das eine. Hier kommen viele andere Sachen auch noch mit rein. Zum Beispiel auch die Geometrie, die Form.
letztlich der Auftrieb, den die Form dann auch vorgibt, das spielt hier mit rein. Und bei diesen Sedimentationskoeffizienten ist es deswegen auch so, dass die sich nicht additiv verhalten. Nämlich diese 80 S-Ribosomen, die setzen sich zusammen aus kleiner und großer Untereinheit und die wiegen jetzt nämlich oder sind jetzt charakterisiert die kleine als 40 S-ribosomale Untereinheit und die große Untereinheit trägt 60 S und na, Sie sehen schon, 40 plus 60 gibt in dem Fall 80. Das muss daran liegen, dass die Geometrie hier reinspielt. Was ist da alles drin? Das sind riesige Komplexe aus sehr vielen Proteinen. Wir haben 33 Proteine, 49 Proteine in der kleinen und großen Untereinheit und RNA-Anteil hier mit drin. Das heißt, wir haben hier Ribonukleoproteine. Da ist Ribonukleinsäure mit drin. Da sind Proteine mit drin und diese RNAs, auch die charakterisiert über die Swedberg-Einheiten in der kleinen Untereinheit 18S, 28, 5, 8 und 5S in der großen Untereinheit. Und wie kann das ablaufen, dieser Zusammenbau? Lassen Sie uns einen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt hier den Zellkern, wir haben auch den Nukleolus angedeutet und jetzt sitzt hier eine Polymerase, eine DNA-abhängige RNA-Polymerase, die macht jetzt Transkription, nämlich schreibt die genetische Information von der DNA auf eine HN-RNA um, die wird dann prozessiert, dann gibt es eine mRNA und diese mRNA verlässt den Zellkern. Und jetzt beginnt die Proteinbiosynthese, die Translation im Zytosol. Merken Sie sich das, das ist ganz wichtig. Proteinbiosynthese beginnt immer im Zytosol. Und zwar unabhängig davon, wo das Protein nachher landen soll. Ob das ein Membranprotein ist, ob das ein Protein ist, das wieder in den Zellkern zurück muss, ob das ins Mitochondrium muss. Proteinbiosynthese beginnt immer im Zytosol und dann muss der Postbote entscheiden, wohin damit. Wir haben schon gesehen, es gibt ein nukleäres Lokalisationssignal und diese ribosomalen Proteine, die hier jetzt entstehen, die nachher zu den Untereinheiten zusammengebaut werden sollen, die müssen entsprechend wieder reimportiert werden. Die haben jetzt ein solches nukleäres Lokalisationssignal. Über Importin Alpha und Beta kommen sie jetzt über die Kernporenkomplexe wieder zurück. Und jetzt müssen eben auch RNA-Anteile hier noch dazu. Und dann gibt es eine andere Polymerase, die ist jetzt genau zuständig für die Synthese von ribosomaler RNA. Und das findet jetzt im Nukleolus statt. Da machen wir jetzt Vorläufermoleküle, Prä-RNAs, die dann zurechtgeschnitten werden in die einzelnen kleinen Stücke. Und dann bauen wir das Ganze zusammen. Nicht alle ribosomalen RNAs kommen aus dem Nukleolus. Es gibt nochmal eine weitere Polymerase, die Polymerase 3. Die macht die 5S-RNA. Die anderen, die werden aus der von der Polymerase 1 aus dem Vorläufermolekül herausgeschnitten. Dann erfolgt der Zusammenbau von RNA und Protein im Kernkörperchen. Und wenn die ribosomalen Untereinheiten dann endlich fertiggestellt sind, dann können Sie den Zellkern über die Kernporenkomplexe auch wieder verlassen, gehen ins Zytosol, da brauchen wir sie, denn Sie haben sich gerade eben gemerkt, Proteinbiosynthese beginnt immer im Zytosol. Ja, was haben wir noch? Ein weiteres Organell, das ja schon angesprochen wurde, ist das endoplasmatische Retikulum. Nämlich deswegen angesprochen, weil es nun direkt am Zellkern liegt. Und es gibt tatsächlich zwei verschiedene Formen. Es gibt nämlich ein raues und ein glattes ER, ein Rough ER und ein Smooth ER. Und das endoplasmatische Retikulum aus dem Lateinischen, das Wurfnetz, das da im Zytoplasma endoplasmatisch eben liegt, das ist ein Membrannetzwerk jetzt aus Röhren, aus Bläschen, aus Zisternen, die von einer Membran umgeben werden. Also so wie die Plasmamembran auch, nicht das, was wir jetzt hier am Zellkern gesehen hatten, eine Membran. Und tatsächlich, dieses ER macht wirklich viel des gesamten Lipidanteils einer Zelle aus. Die Hälfte aller Membranen innerhalb einer Zelle gehört nämlich tatsächlich zum endoplasmatischen Retikulum.
Dabei ist es nicht starr, das verformt sich ständig, unterliegt einer permanenten Reorganisation, ist also sehr dynamisch. Was macht das Ganze jetzt rau oder glatt? Der Unterschied kommt daher, dass das raue ER mit Ribosomen besetzt ist. Ribosomen haben wir gerade kennengelernt und dieses raue ER, das ist jetzt direkt am Zellkern angelagert, hat also Kontinuität zum das Lumen hat Kontinuität zum Intermembranraum des Kerns. Warum ist das so? Warum muss dieses raue ER so nah am Zellkern liegen? Oder gibt es irgendeinen Grund, dass genau das ER, das eben am Zellkern liegt, letztlich rau wird, nämlich diesen Ribosomenbesatz findet? Ja, selbstverständlich, denn am rauen ER, da werden Proteine synthetisiert, nämlich Proteine, die den sekretorischen Weg nehmen sollen, die sezerniert werden sollen, die exportiert werden sollen. Die gehen erstmal ins ER. Und jetzt habe ich Ihnen ja gerade gesagt, die Proteinbiosynthese beginnt immer im Zytosol. Jetzt kommt also eine Messenger-RNA aus dem Zellkern ins Zytosol. Hier beginnt die Proteinbiosynthese. Und wenn es sich dabei jetzt um ein zu sezernierendes Protein handelt, dann muss das Protein seinen Weg ins ER finden. Und natürlich in das ER, was am nächsten ist. Und die Ribosomen, die die Proteinbiosynthese machen, die gehen mit. Und dann wird das natürlich entsprechend zum rauen ER. Na, die Transkription erfolgt im Nukleus. Translation beginnt immer im Zytosol. Und jetzt gibt es hier wieder eine Signalsequenz. Wie vorhin, das nukleäre Lokalisationssignal, haben wir jetzt ein Exportsignal. Die ersten Aminosäuren, die hier aneinandergereiht werden, die ersten 20, die signalisieren schon, ich bin ein Exportsignal. Ich weise darauf hin, das ganze Protein muss den sekretorischen Weg nehmen. Nicht zwangsläufig die Zelle verlassen am Ende, es gibt Abzweigungen, aber zumindest mal den sekretorischen Weg nehmen. Und jetzt brauchen wir auch wieder jemanden, der dieses Signal erkennt. Kein Importin in dem Fall, sondern ein Signal Recognition Particle, ein Signalerkennungspartikel. Dieses Signalerkennungspartikel, das schwimmt jetzt vorbei und dockt an diesem Exportsignal an und schnappt sich dieses nastierende Protein. Dabei wird die weitere Translation gestoppt und jetzt wandert dieser Komplex an das ER. Dort gibt es SRP-Rezeptoren. Rezeptoren, die in der Membran sitzen und jetzt diese Signal Recognition Particles mitsamt dem entstehenden Protein, den Ribosomen, der mRNA, die es kodiert, bindet. Und was passiert weiter? Die Translation erfolgt jetzt ins Lumen des ERs. Und wenn das Protein dann im endoplasmatischen Retikulum ist, dann ist der weitere Weg klar, dann braucht man diese Signalsequenz nicht mehr und dann wird die Briefmarke abgelöst. Dann kommt nämlich jetzt eine Signalpeptidase, die spaltet dieses Exportsignal ab. Was passiert nun? Jetzt setzt eine Proteinfaltung ein. Nämlich während das Protein bereits translatiert wird, das Protein auch gefalten. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir eine definierte dreidimensionale Struktur haben, denn Proteine, insbesondere bei Enzymen, sieht man das offensichtlich, sind ja Werkzeuge, die irgendetwas katalysieren müssen, die in Wechselwirkung treten müssen mit einem Substrat oder einem Rezeptor als Beispiel, muss einen Ligand binden, Insulinrezeptor, muss das Insulin binden und dann muss er auch die Form haben, die Bindungstasche haben, dass wirklich nur dieses eine Substrat oder dieser eine Ligand wirklich da reinpasst und eine Katalyse dann auslöst oder irgendeine Signaltransduktion auslöst oder dass irgendetwas passiert. Das heißt, dreidimensionale Struktur ist hier unglaublich wichtig. Eine Bindungstasche formen, da müssen auch die Ladungen passen, dass die Polaritäten dort sind, wo vielleicht polare Anteile meines Substrats nachher reinkommen. Und entsprechend muss diese Faltung immer auch funktionieren, sonst wird dieses ganze Protein einfach nur Schrott sein. Mindestens
an den konservierten Bereichen, die funktional relevant sind. Na, stellen Sie sich vor, wenn Sie so ein Werkzeug jetzt nutzen möchten, zum Beispiel wollen Sie einen Nagel in die Wand schlagen, dann wäre der Hammer das Werkzeug der Wahl. Ja, und dann modifizieren Sie diesen Hammer, ja, dann ändern Sie irgendwas an diesem Hammer, die Schlagfläche, die könnten Sie abrunden und dann rutschen Sie ständig ab und der Hammer, der ist einfach Murks und den kriegen Sie beim Hornbach nicht mehr verkauft. Das heißt, der wird sich evolutiv auch nicht durchsetzen. Ja, andersrum, wenn Sie Ihren Namen in den Griff eingravieren, funktioniert der Hammer noch ganz gut und dann wäre dieser Griff vielleicht etwas, was nicht so konserviert ist, was variabler ist, aber dafür auch funktional nicht so relevant ist. Aber die funktionalen Anteile, die müssen entsprechend richtig gefaltet sein. Diese Faltung, die wird von Chaperonen unterstützt. Das sind Faltungshelfer, sind Proteine, die lagern sich immer an diese zwischengefaltenen, also diese Zwischenstufen an und stabilisieren das und unterstützen, dass sich das dann schrittweise immer weiter faltet. Und jetzt sehen Sie hier den Affen am PC, ja, das Typing Monkey Analogon. Soll hier so ein bisschen mal zeigen, wie wahrscheinlich das ist, dass sich ein Protein selbst komplett richtig faltet. Es ist ungefähr so ähnlich, wenn ich einen Affen da hinsetze und die Wahrscheinlichkeit ausrechne, dass dieser Affe, wenn er wahllos die Tasten drückt und dabei einigermaßen flink ist, vielleicht Shakespeares Hamlet zu Papier bringt in einer passablen Zeit und dann kann man sich das ausrechnen, welche Möglichkeiten er hat, ja, wie viele Zeichen hat das Werk und wenn er jedes Mal 26 Buchstaben hat und alles durchprobiert, dann wird der Affe sehr lange brauchen. Mathematisch ist es so, dass man sagen kann, in einer unendlich langen Zeit wird der Affe sicherlich einen Shakespeare schreiben. Aber man kann es dann mal durchrechnen. Ja, also ich habe ein bisschen nachgelesen, wenn alle Atome des sichtbaren Universums Affen wären und die alle sehr schnell schreiben und man denen 3 Trillionen Jahre Zeit gibt, dann würden die vielleicht eine Seite des Hamlet zu Papier bringen. Ja, und so ist beim Protein auch, wenn man das Protein als lange Peptidkette vieler Aminosäuren hat und man synthetisiert das erst in einem Rutsch runter und dann soll sich das falten, dann wird sich das irgendwie zusammenlagern und wird auch stabil sein, wird eine dreidimensionale Struktur, eine Tertiärstruktur haben, aber bestimmt nicht die, die eigentlich gewünscht ist. Und so ein Protein kann in vielen 3D-Strukturen vorliegen. Denken Sie an das Hühnerei, das ist stabil, so wie es aus dem Huhn ploppt und wenn ich es dann gekocht habe und auf dem Frühstückstisch stehen habe, dann ist es immer noch stabil und sieht ganz anders aus. Ja, also thermodynamisch ist viel möglich, sinnvoll, aber entsprechend nicht viel. Deswegen kann man diesem Affen eine Software geben, dass immer wenn der einen Buchstaben dann richtig gedrückt hat, den ersten Abschnitt richtig geschrieben hat, dass das dann eingeloggt wird und dann kann er das nicht mehr kaputt machen, ja, dann rutscht der Cursor entsprechend erstmal nicht mehr weiter und bis er den nächsten Abschnitt richtig geschrieben hat und dann kann man das so sequenziell festklopfen und dann hat der Affe realistische Chancen, in einer immer noch langen Zeitspanne aber etwas Brauchbares zu Papier zu bringen. Und so ist es jetzt hier auch. Wir haben diese Faltung bereits am nascierenden Protein. Das heißt, die ersten Aminosäuren, die rauskommen, die lagern sich schon irgendwie zusammen und dann klappt diese ganze Struktur wieder irgendwie zusammen und dann klappt das wieder ein bisschen weiter und dann entsteht so nach und nach die richtige Faltung. Dennoch, man weiß ja nie, was der Affe produziert, brauchen wir eine Qualitätskontrolle und diese Qualitätskontrolle, die soll jetzt hier Fehlfaltungen identifizieren. Und es gibt wirklich auch Proteine, wenn sie komplex aufgebaut sind, die sehr oft fehlgefalten hergestellt werden. Es gibt zum Beispiel einen Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. CFTR heißt dieses Ding. Das wird in 60-80% aller Synthesen falsch gefalten produziert. Ja, und wenn das falsch gefalten bleibt, dann entsteht das Krankheitsbild der Mukoviszidose. Und deswegen muss man das rechtzeitig erkennen und muss das entsprechend auch schnell wieder abbauen. Ja, und prinzipiell, in dem Fall könnte es eine Krankheit dann geben, wenn das Fehlgefaltene da ist und entsprechend die Funktion verliert. Ja, dann hätte man einen Loss of Function,
Sowas kann es zum Beispiel auch geben bei Diabetes mellitus, bei Zystennieren oder bei lysosomalen Speicherkrankheiten. Da hat man so einen Funktionsverlust, ist falsch gefalten, kann nicht funktionieren und dort, wo man es braucht, ist der jeweilige Stoffwechselweg lahmgelegt. Ne, was aber auch passieren kann, ist was anderes, ein Gain of Function. Und Gain of Function ist, durch die Vielfaltung gewinnt dieses Protein eine neue Funktion, die eigentlich nicht beabsichtigt ist. Und diese neue Funktion, die kann in ganz seltenen Fällen hilfreich sein, evolutiv, wenn man was Neues erfinden will, kann in ganz seltenen Fällen auch mal sinnvoll sein, aber meistens ist sie Schrott. Meistens ist sie einfach so, der Hammer verliert oben die Metallfläche und die fällt einem auf den großen Zeh und dann hat man ein Problem. Ja, das ist dann eine neue Funktion. Die Proteine meistens aggregieren, verklumpen, fallen aus und dann hat man eine Funktion, nämlich Plaque-Ablagerung und dann gibt es Krankheitsbilder, Gain-of-Toxic-Function assoziiert, wie Alzheimer, Parkinson oder Chorea-Huntington. So, eine Qualitätskontrolle. Dann entscheiden wir, wollen wir es abbauen oder wollen wir posttranslational modifizieren. Wir hatten schon gesehen, Proteine können zum Beispiel auch noch glykosyliert werden, können noch Kohlenhydratstrukturen tragen. Ja, und das könnte man zum Beispiel dann jetzt machen am rauen endoplasmatischen Retikulum. Da beginnt diese posttranslationale Glykosylierung. Das ist zuerst mal eine Core-Glykosylierung im ER. Ja, und wenn es dann weitergeht, nachher in den Golgi-Apparat, dann wird diese Glykosylierung noch ausgebaut und vervollständigt. Wir werden uns noch anschauen, was kann man hier machen. Man kann an Sauerstoff- und Stickstoffatome glykosidisch gebundene Ketten, Kohlenhydratstrukturen anheften. Ja, je nachdem, welche Aminosäure man da nutzt, ob es ein Serin ist, ob es ein Threonin ist, die haben Sauerstoffatome, ja, oder ob es ein Asparagin ist, das einen Stickstoff trägt, dann könnte man da was anheften. Und dann könnte man zum Beispiel jetzt entscheiden, wie geht es weiter. Vielleicht hefte ich eine Struktur an eine Mannose in Form von Mannose-6-Phosphat. Das wäre eine Glykosylierung. Das ist ein Zucker, den ich anheften kann. Und der würde mir jetzt ein weiteres Signal sein, um zu sagen, halt, dieses Ding kommt nicht mehr. Jetzt ist dunkel geworden. Ich kann Ihnen sagen, ich sollte nach Hause gehen. Auf ein neues, na, eine Mannose anheften und die würde einem dann sagen, das soll doch nicht exportiert werden, das soll jetzt abzweigen in das Lysosom. Oder man könnte andere Signale hier nochmal erkennen, nämlich zum Beispiel ein KDEL. Ein KDEL ist ein Lysin, eine Asparaginsäure, eine Glutaminsäure und ein Leucin. Das wäre ein Retrieval, ein Rückhaltesignal, wo man sagt, das Protein soll im ER bleiben, da gehört es hin, dann kann man es wieder zurückholen. Ansonsten geht der sekretorische Weg jetzt weiter in Richtung Golgi-Apparat. Und dann sind wir beim Cell Trafficking. Trafficking von ER zum Golgi läuft ab wie folgt. Es gibt COP-Proteine, COP2-Proteine, hier in grün dargestellt, die lagern sich jetzt an die ER-Membran an. Und diese Proteine, die sind für den enterokraten Transport vorwärts gerichtet zuständig, führen dazu, dass jetzt hier Vesikel vom ER abknospen und entlang des Zytoskeletts jetzt zum nächsten Organell, zum Golgi-Apparat, transportiert werden. Und dann fusionieren diese Vesikel mit der Membran des Golgi-Apparats und alle Proteine, die wir jetzt hier transportiert haben, sind dann eine Position weiter auf diesem sekretorischen Weg. Was bleibt, ist das ER ohne Ribosomen, das glatte ER. Das glatte ER hat auch spezialisierte Aufgaben, nämlich ist das zuständig für die Synthese von Phospholipiden, für die Synthese von Cholesterin. Und wenn ich Phospholipide mache und da
Membranenaufbau, dann können die da auch abknospen, können dann auch andere Organellen mit Membranen versorgen. Hier findet Biotransformation statt, der Abbau von potenziell toxischen Substanzen, die ich loswerden möchte, Zytochrom 450 abhängig. Und dann läuft hier auch ein Teilschritt der Gluconeogenese ab, nämlich die Produktion von freier Glucose. Dann werden wir noch sehen, das kann nicht jedes Organ, das kommt fast nur in der Leber vor. Und dazu braucht man eine Glucose-6-Phosphatase, die spaltet ein Phosphat ab und freie Glucose kann dann die Zelle verlassen. Und fast die ganze Gluconeogenese, ja, die pendelt irgendwo, man findet zytosolisch statt oder auch mit ein bisschen Beteiligung des Mitochondriums. Und der letzte Schritt, der jetzt wirklich freie Glucose herstellt, der läuft am glatten ER ab. Das glatte ER kann auch als Speicherorganell dienen, als Calciumspeicher. Das kann mitunter so wichtig sein, dass es einen eigenen Namen kriegt. Denken Sie an das sarkoplasmatische Retikulum. Na, da würde das eine Rolle spielen. Und jetzt kommen wir zum Golgi-Apparat. Der Golgi-Apparat, der trägt seinen Namen nach dem Herrn Camillo Golgi, ein italienischer Mediziner und Histologe. Tun Sie ihm nicht Unrecht und sagen Sie nicht, das ist der Golgi-Apparat. Ja, der Herr war Italiener. Und was hat er gemacht? Der hat histologische Färbungen mit Silbernitrat gemacht, hat Gehirnschnitte untersucht, hat dafür auch den Nobelpreis bekommen und so ganz nebenher hat er nochmal den nach ihm benannten Golgi-Apparat entdeckt. So sieht das Ganze aus. Das ist wieder ein transmissionselektronenmikroskopisches Schnittbild. Da sieht man die einzelnen Zisternen. Ja, zum Aufbau. Das besteht aus vielen, vieles immer relativ, können mehr als 100 sein, Zisternen, die von einer Membran umschlossen sind. Also genau das, was wir auch beim ER kannten. Und 3 bis 8, manchmal bis zu 30 solche Zisternen werden jetzt gestapelt und bilden dann ein Dyktyosom. Und dieses Dyktyosom, das kann 1 bis 100 Mal in einer Zelle vorkommen und in der Summe sprechen wir jetzt von einem Golgi-Apparat. Der liegt nahe des Zellkerns, nahe des rauen endoplasmatischen Retikulums und letztlich auf der Route des Wegs, den da sekretorische Proteine nun nehmen. Ja. In Pflanzenzellen, für uns nicht ganz so relevant, da ist auch ein bisschen anders, da verteilt sich der Golgi über das ganze Zytoplasma. Aber normalerweise, so wie jetzt auch hier dargestellt, für den Transport macht es schon Sinn, dass man ihn so in dieser Reihe Kern, ER und dann, wenn es dann weitergehen soll, nachher an die Plasmamembran hier positioniert. Entsprechend hat er auch eine Polarisierung. Es gibt nämlich eine zugewandte Seite zum ER und dort werden jetzt Transportgüter angeliefert. Ja, da empfangen wir jetzt COP2-Vesikel, wir haben es gerade besprochen. Die kommen jetzt hier am Cis-Golgi an und dann durchlaufen diese Vesikel den Golgi-Apparat und können am Trans-Golgi-Netzwerk wieder abgeschnürt werden und können weiter verschifft werden. Die einzelnen Zisternen, die stehen dabei jetzt in Verbindung. Das ist ein dynamisches System, weil von Zisterne zu Zisterne knospen jetzt Vesikel ab und bringen das gereifte Transportgut weiter. Und wenn da Proteine jetzt durchlaufen, dann gibt es so prinzipiell 2 Arten, wie man sich das vorstellt. Entweder die Vesikel laufen von Zisterne zu Zisterne als Transport oder aber die ganzen Zisternen wandern, reifen von Cis nach Trans. Und unten kommen immer neue dazu, cis-seitig, und die Enzyme, die man braucht für Glykosylierung zum Beispiel, müssten dann aber auch wieder zurückgeholt werden. Nun, was machen wir hier? Im Golgi-Apparat, haben wir gesagt, läuft Glykosylierung weiter ab. Die erhöht zum Beispiel die Stabilität von Proteinen, schützt sie vor proteolytischem Abbau.
Die hilft auch bei der Faltung. Viele Proteine falten sich nicht korrekt, wenn sie nicht glycosyliert wurden. Na, das kann also auch der physiologisch funktionalen Proteinkonformation dienen. Und sie kann auch die Wirksamkeit zum Beispiel eines Rezeptors beeinflussen. Ja, Insulinrezeptor hat seine Affinität dadurch auch für seinen Liganden, für seinen Bindungspartner, dass er glykosyliert ist. Sonst würde das nicht so gut funktionieren. Jetzt wird also das angelieferte Protein weiter versehen mit Zuckerresten, die verändern die Proteinstruktur. Hier ist mal so ein bisschen schematisch dargestellt. Sie sehen jetzt hier die einzelnen Aminosäuren als schwarze Kreise, zum Teil auch beschriftet, die Positionen und im Drei-Buchstaben-Code, welche Aminosäure das ist. Und dann sehen Sie, man kann am Serin, am Asparagin zum Beispiel jetzt O- oder N-glykosidisch verschiedene Zuckerstrukturen anheften. Und dann werden sie transseitig wieder abgeschnürt, werden jetzt entlang des Zytoskeletts zum Bestimmungsort transportiert. Und in aller Regel für ein Exportprotein wäre das jetzt die Plasmamembran. Und diese Exozytose, die jetzt dann aussteht, die werden wir uns gleich nochmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Alle Substanzen der extrazellulären Matrix, fast alle bis auf die Hyaluronsäure, werden im Golgi-Apparat auch modifiziert tatsächlich. Andererseits kann es passieren, dass wir was zurückholen wollen. Es gibt auch einen retrograden Transport über COP1-Proteine, nämlich ein Cell-Trafficking von Golgi-Apparat zurück ins ER. Das sind die Proteine, die ein Rückhaltesignal tragen, die KDEL tragen und entsprechend wieder ans ER zurück müssen. Oder, wenn es vorwärts gehen soll, dann gibt es Clatrin, jetzt keine COP-Proteine, sondern Clatrine, die lagern sich jetzt an und schnüren dann solche Clatrin-coated Pits, solche Vesikel ab, die jetzt entlang des Zytoskeletts zur Membran laufen. Und jetzt müssen Sie mit der Membran fusionieren, dass der Inhalt in diesem Vesikel sich dann nach außen stülpen kann quasi und in die extrazelluläre Matrix entlassen wird. Und dafür brauchen wir jetzt Snare-Proteine. Sperriger Name, Soluble N-Ethylmalein mit Sensitive Factor Attachment Protein Receptors. Das sind Proteine, die katalysieren jetzt die Fusion von Membranen. Wie kann man sich es vorstellen? Wir haben hier Alpha-Helices, die in sich noch einmal verdrillt sind. Das sind sogenannte Coiled-Coil-Strukturen, also nochmal verzwirbelte Helices. Und da gibt es jetzt verschiedene Snares, je nachdem, wo sie sich befinden, als V-Snare oder als T-Snare, nämlich am Vesikel oder am Target, am Bestimmungsort, sitzend bezeichnet. Und die sorgen jetzt dafür, dass wir diese Vesikel so nah an die Plasmamembran dranbringen, dass das Wasser verdrängt wird und diese Lipide oder diese Lipidmembranen miteinander verschmelzen. Und das Ganze ist kalziumabhängig. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wenn ich was ausschleusen möchte, denken Sie an den Pankreas. Das Pankreas, wenn ich Insulin ausschütten möchte als Reaktion auf einen hohen ATP-Spiegel, weil gerade viel Glucose da ist, na, dann ist das so ein Transport an die Plasmamembran und dann werden jetzt hier Vesikel mit der Plasmamembran verschmelzen. Das Ganze passiert dann, wenn ich einen Calcium-Influx habe und dieser Calcium-Einstrom, der sorgt jetzt dafür, dass Calmoduline oder hier in dem Fall ein Synaptotagmin als Sensorprotein auf dieses Calcium reagiert und jetzt die Interaktion der Snares freigibt. Und dann verdrillen sich diese Snares, diese V-Snares und T-Snares, sodass das Ganze immer näher aneinander gezogen wird und dass die Membranen dann zusammenfließen und der Inhalt die Zelle verlassen kann. Was nicht bedeutet, dass er weg ist, er muss nicht davon schwimmen. Es kann sich hier auch um Membranproteine handeln. Also
membranverankerte Proteine, die vielleicht eine Transmembrandomäne haben. Diese Transmembrandomäne könnte eine Alpha-Helix sein, die bereits im Vesikel oder im ER schon die Membran durchspannt hat und dann jetzt dazu führt, dass dieses Protein nicht von der Zelle wirklich freigesetzt wird, sondern an der Plasmamembran heften bleibt. Dann haben wir als nächstes die Lysosomen. Lysosomen sind sowas wie der Magen einer Zelle. Das sind Organellen, die haben eine Membran, 0,1 bis 1,1 Mikrometer im Durchmesser. Und die enthalten jetzt alle möglichen Enzyme, um etwas zu verdauen, etwas klein zu schneiden. Das können Proteasen sein, das können Nukleasen sein, das können Lipasen sein, ne? Je nachdem, was ich hier zerlegen möchte. Und diese Enzyme, die haben ein pH-Optimum im Sauren, ne? Bei 4,5 bis 5. Und dann funktionieren die gut. Cytosol hat eigentlich einen pH-Wert von 7 und ist im Neutralen. Das heißt also, dort würden diese Enzyme nicht funktionieren. Ist auch eine gute Idee, wenn ich ein Organell mir bastel, wo ich phagozytiertes Material zum Beispiel verdauen möchte, dass ich das abschirme von der restlichen Zelle, dass diese Hydrolasen jetzt nicht auch zelleigenes Material kleinschneiden, wo es gar nicht geplant ist. Das ist eben ein Schutz auch vor Selbstverdauung. Wie kriegt man das Ding sauer? Da ist eine Protonenpumpe drin, das kostet ATP und man verhindert, dass von innen her dieses Lysosom sich selbst zersetzt und die Membran angreift, indem die Membranproteine auf der Innenseite sehr stark glykosyliert sind. Was können wir damit anfangen? Zellfremdes Material können wir verdauen, wenn Sie eine Makrophage haben, die gerade was aufgefressen hat und abbauen möchte, dann können Sie daraus Nährstoffe gewinnen. Dann kann Sie aber auch natürlich Fragmente, die hier übrig bleiben, über Major Histocompatibility Complex Moleküle, MHC2, präsentieren und können sagen, guck mal, das habe ich gerade gefressen und das Immunsystem alarmieren. Ansonsten könnte man zum Beispiel auch Proteine oder Lipide hier aufnehmen, die die Leber dem Organismus bereitstellt über Lipoproteine, Low-Density-Lipoproteins zum Beispiel, könnte man nutzen. Oder wenn gerade kein zellfremdes Material da ist, gibt es immer noch die Möglichkeit der Autophagie, das sich selbst fressens. Ne? Zum einen, weil ich vielleicht ständig neue Proteine machen möchte, ne? Mich also regenerieren möchte. In Hepatozyten werden jede Woche 50% aller Makromoleküle einmal ausgetauscht. Oder auch wirklich, weil es mir schlecht geht, weil ich Nährstoffmangel habe. Und bevor ich nicht überlebe, kann ich vielleicht momentan nicht benötigte Proteine degradieren oder Organellen abbauen und kann dann noch ein bisschen länger überleben. Letztlich, wenn das mit dem Überleben dann nicht mehr klappt, dann bleibt die Apoptose, der programmierte, geordnete Zelltod. Auch hier versucht eine Zelle möglichst wenig Trümmer zu hinterlassen, dass es keine Entzündungsreaktion gibt. Und entsprechend wird bei der Apoptose auch sehr viel Zellmaterial im Vorfeld bereits zerlegt werden. Diese Lysosomen, wo kommen sie her? Die entstehen jetzt ähnlich wie sekretorische Vesikel am Transgolgi-Netzwerk. Da werden sie abgeschnürt. Und wenn sie mal da sind, dann müssen sie immer wieder befüllt werden mit den benötigten Enzymen. Und die kommen jetzt über den üblichen Weg. Auch lysosomale Enzyme, Proteine werden erstmal im Zytosol hergestellt. Die Proteinbiosynthese beginnt immer zytoplasmatisch. Und diese Proteine, die hier entstehen, die haben jetzt eine Signalsequenz, nämlich erstmal ein Exportsignal. Klingt komisch, ist aber so, ein Exportsignal signalisiert jetzt erstmal ab ans ER, ab an den Golgi und jetzt kommt im Rahmen der Glykosylierung, ich hatte es vorhin angedeutet, ein Mannose-6-Phosphat dran und das ist ein zweites Signal jetzt.
dass es eben nicht an die Plasmamembran geht, dass es eben nicht den sekretorischen Weg zu Ende nimmt, sondern einmal scharf nach links abbiegt und dann in Richtung Lysosom geht. Wie kommt etwas ins Lysosom, das ich verdauen möchte? Ich kann jetzt membranständig an der Plasmamembran kann ich Rezeptoren haben und da bindet jetzt ein Ligand dran, einer Substanz, die hier endozytiert werden soll. Und dann kommt es zu einer Anhäufung von Clathrin an diesem Membranteil. Ja, dann habe ich eine Invagination, eine Einschöpfung und eine Abschnürung eines solchen Clathrin-coated Pits, ein frühes Endosom entsteht. Und dieses frühe Endosom, das wird jetzt angesäuert, wird dann auch zum späten Endosom, nennt man das, wenn es dann pH 6 erreicht hat. Und das hat erstmal den Vorteil, dass dann der Ligand vom Rezeptor abfällt. Dann kann man so ein bisschen recyceln, nämlich der Rezeptor, der ist ja wiederverwertbar, den kann ich wieder an die Membranoberfläche bringen. Und das Endosom fusioniert jetzt mit dem Lysosom. Und das, was im Endosom verblieben ist, nämlich der Ligand, den ich aufgenommen habe, endozytiert habe, der wird jetzt im Lysosom schließlich verdaut. Ein weiteres Organell, das sind die Peroxisomen. Die Peroxisomen, früher hat man sie als Microbodies bezeichnet, sind ebenfalls Organellen, die eine Membran tragen. 100 bis 1000 Nanometer im Durchmesser und eine Vielzahl an bunter Strauß an Enzymen drin, Monooxygenasen und Oxidasen sind hier drin. Jetzt, wo kommt der Name her? Eine Oxygenase, die oxidiert und baut Sauerstoff dabei ein. Eine Oxidase oxidiert nur, benutzt aber oder verbaut keinen Sauerstoff im Substrat, sondern was sie macht, ist, sie nimmt Elektronen weg. Eine Entnahme von einer Elektronenabgabe ist eine Oxidation. Die Oxidationszahl wird wieder positiver, wenn die negativen Elektronen verschwinden. Und ca. 60 verschiedene solche Enzyme sind da drin und bilden einen geschützten Reaktionsraum jetzt für zytotoxische Reaktionen. Und solche Oxidationen, die hier stattfinden, die führen dazu, dass zum Beispiel Wasserstoffperoxid entsteht oder andere sehr starke oxidationsmittelgefährliche Substanzen entstehen. Was will ich eigentlich erreichen? Peroxisomen sind beteiligt an der Biosynthese von Plasmalogenen, bestimmten Lipiden. Die sind beteiligt an der Konjugation von Kohlensäure, wenn ich die Gallensäuresynthese mache. Oder sie können auch bestimmte Substanzen abbauen, oxidativ abbauen, Ethanol nämlich zum Beispiel. Ja, sie wissen, es gibt eine Ethanol-Dehydrogenase, die macht erstmal Acetaldehyd daraus. Das wäre der typische Weg, wie man Ethanol abbauen kann. Aber es gibt eben auch dieses mikrosomale Ethanol-oxidierende System, MEOS, der Peroxisomen, wo man Ethanol auch abbauen kann. Und die Zahl der Peroxisomen, die sie so in sich tragen, in ihren Zellen tragen, die ist auch abhängig, wie viel man so braucht. Man kann also dieses MEOS auch trainieren. Wenn man viel trinkt, dann wird man vielleicht auch mehr solche Peroxisomen haben. Was kann man noch machen? Man kann langkettige Fettsäuren, mehrfach ungesättigte langkettige Fettsäuren, abbauen. Funktioniert ähnlich wie die Beta-Oxidation, die wir besprechen werden im Mitochondrium. Aber die geht ab einer bestimmten Länge nicht mehr, dann kommen die Peroxisomen ins Spiel. Und was passiert? Wir haben jetzt hier irgendeinen Rest. Wir haben H2 dran sitzen, jetzt kommt mit Sauerstoff, entnehmen wir jetzt hier die Wasserstoffatome mitsamt den Elektronen, das ist also eine Oxidation, übertragen das auf Sauerstoff und dann entsteht Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid ist giftig, ist ein starkes Oxidationsmittel,
haben sie sich vielleicht schon in die Frisur geschmiert, wenn sie die Haare blondieren wollten. Und das kann natürlich böse Sachen machen, das kann Proteine, das kann Membranen oxidieren und kaputt machen, muss also schnell wieder entsorgt werden. Auch hier prinzipiell nicht die schlechteste Idee, diese Reaktionen auf ein eigenes Organell nochmal zu verbannen. Ja, die Entgiftung von Wasserstoffperoxid, die läuft jetzt ab, zum Beispiel mit einer weiteren entgiftenden Oxidation. Also ich nehme nochmal ein Molekül, was ich abbauen möchte, RH2, und das H2O2 mit einer Peroxidase übertragt da nochmal Elektronen zusammen mit H+ drauf, und dann bleiben nur noch zwei Wasser übrig und ein R übrig. Dann ist alles auf einmal erschlagen, noch ein Molekül unschädlich gemacht und das H2O2 unschädlich gemacht. Aber ich kann auch mit der Katalase zum Beispiel eine Disproportionierung machen und kann zwei H2O2 umwandeln in H2O und O2. Wir werden noch ein Beispiel für eine solche Peroxidase kennenlernen, nämlich die Glutathion-Peroxidase, die wir für Entgiftungsreaktionen brauchen. Peroxisomen sind, wie gesagt, abhängig in ihrer Anzahl von den Wachstumsbedingungen. Man kann es nicht nur bei uns zeigen, sondern auch bei Hefen. Saccharomyces cerevisiae hat bei guter Glukoseversorgung nur einige wenige kleine Peroxisomen. Und wenn diese Hefen dann mit langkettigen Fettsäuren versorgt werden, dann müssen sie mehr Fettsäuren entsprechend abbauen. Und dann haben sie 20 bis 25 große Peroxisomenorganelle, die man dann finden kann. Da ist ein Bild, da sehen Sie Peroxisomen in grün, kann man auch anfärben. Mit Immunfluoreszenzmikroskopie in blau haben Sie einen Zellkern. Wo kommen die Peroxisomen her? Das hat man lange Zeit kontrovers diskutiert. Heute weiß man, die teilen sich, wie es bei Mitochondrien übrigens auch der Fall ist. Ja, sie entstehen durch Teilung, und dann hat man ein Henne-Ei-Problem. Wo kam das erste Peroxisom her? Kann ich Ihnen nicht beantworten, ich kann Ihnen aber sagen, wie kommen die Enzyme da rein, denn auch hier gibt es wieder eine Signalsequenz. Proteinbiosynthese beginnt wie immer im Zytosol. Und dann haben Sie wieder ein Signal, und jetzt kennen Sie wirklich schon so einige nukleäre Lokalisationssignal. Sie kennen das Exportsignal, Sie kennen das lysosomale Signal, jetzt kennen Sie das peroxisomale Signal, und dann kommt es hier zu einem posttranslationalen Import der Proteine. Und dieses Signal, das ist das SKL, drei Aminosäuren, nämlich im Einbuchstabencode, ein Serin, ein Lysin, ein Leucin. So, haben wir was vergessen? Nicht mehr allzu viel, schätze ich. Mitochondrien, was ganz Wichtiges, müssen wir einen Blick drauf werfen. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Ja, die brauchen wir jetzt, um Atmungskette zu betreiben, aber nicht nur, die brauchen wir auch zum Beispiel, um Zitratzyklus laufen zu lassen. Wenn wir nämlich Glykolyse machen oder wenn wir Beta-Oxidation machen, dann entsteht Acetyl-CoA in beiden Fällen, das in den Zitratzyklus muss. Ja, und da brauchen wir auch die Mitochondrien. Die Beta-Oxidation selbst läuft in den Mitochondrien ab. Und diese Mitochondrien, die sind jetzt von zwei Membranen umgeben. 0,5 bis 1,5 Mikrometer, variable Form. Zwei Membranen, so wie es beim Zellkern auch der Fall war. Und typischerweise haben wir so 1000 bis 2000 Mitochondrien pro Zelle. Das gibt Abweichungen nach oben und unten. In Herzmuskelzellen erreicht der Volumenanteil von Mitochondrien 36%. Wenn Sie so ein Spermium angucken, dann sind da nur 5 Mitochondrien drin. In der reifen Eizelle sind mehrere hunderttausend Mitochondrien drin. Das heißt auch, dass die Mitochondrien eher maternal vererbt werden. Das heißt, wir alle haben unsere Mitochondrien wahrscheinlich von unserer Mutter. Denn die männlichen Mitochondrien, die über die Spermien kommen oder über das Spermium kommen, die werden zahlenmäßig sowieso untergehen und werden wahrscheinlich sogar noch eliminiert, sodass sie tatsächlich keine mitochondriale Erbinformation nachher mehr mitbringen.
maternal vererbt. Es gibt Mitochondriopathien, Krankheiten, die assoziiert sind mit einem Defekt der mitochondriellen DNA, denn die bringen ihre eigene DNA mit. Circa 50 Krankheiten sind bislang bekannt. Und man kann den Typ so ein bisschen eingrenzen nach der Struktur. Sie sehen hier im elektronenmikroskopischen Bild, gibt es zum Beispiel einen Kristalltyp mit zahlreichen Einstülpungen an der inneren Membran, dient der Oberflächenvergrößerung. Denn die innere Mitochondrienmembran, das ist die Membran, wo wir Atmungskette betreiben wollen. Und dann gibt es den Tubuli-Typ, Röhren an der inneren Membran, zum Beispiel in steroidproduzierenden Zellen findet man sowas. Na, Sinn und Zweck der Sache ist, möglichst viel Proteinkomplexe der Atmungskette unterbringen können und möglichst viel ATP generieren können. Und wenn man jetzt diese Membranen, diese beiden Membranen mal gegenüberstellt, mal schaut, was ist da so verbaut und wie permeabel sind die zum Beispiel, dann findet man da eklatante Unterschiede. Die äußere Membran, die ist nämlich relativ permeabel, also Moleküle bis 5 Kilodalton kommen hier gut durch. Wir haben Phospholipid zu Proteinverhältnis von 1 zu 1, wie das bei Eukaryoten üblich ist. Und wir haben einen Transportmechanismus, denn die Mitochondrien, die machen eben auch nicht alle Proteine selbst, einen Teil machen sie selbst, haben ja auch eigene DNA, aber die müssen auch viel importieren und dann gibt es ein mitochondrielles Importsignal. Und so wie es bei den Kernporenkomplexen diesen Transportmechanismus gab, so gibt es das hier auch an der äußeren Membran. Da haben wir eine Translocase of the Outer Membrane, einen TOM-Komplex. Innere Membran, die ist jetzt impermeabel, da kriegen wir nicht so ohne weiteres was rein oder raus, es sei denn, wir helfen nach mit einem Kanal oder einem Transporter. Wir haben ein atypisches Phospholipid-zu-Protein-Verhältnis, nämlich deutlich mehr Protein. Klar, sind die Atmungskettenkomplexe, aber es ist eher was, was man von Prokaryoten so kennt. Und wir haben einen Translocase of the Inner Membrane, ebenfalls nochmal einen Transporter, einen TIM-Komplex. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Die innere Mitochondrienmembran, die enthält nämlich Kardiolipin. Kardiolipin müssen wir noch anschauen von der Struktur, machen wir, wenn wir die Stoffgruppe der Lipide behandeln. Dieses Kardiolipin, das ist sonst nur in Prokaryoten zu finden und kommt jetzt in der inneren Mitochondrienmembran vor. Ein Fünftel aller Proteine eines Mitochondriums, das man da braucht, zum Beispiel für ATP-Synthese, für Transportmechanismen, für Proteinimportmaschine, für Fusion und Spaltung, die sitzen jetzt an dieser inneren Membran. Und in der Matrix, dort haben wir im Prinzip das Äquivalent zum Zytosol einer prokaryotischen Zelle. Und mehr als 100 Enzyme drin, wir haben 70 S-Ribosomen drin. Sie erinnern sich, die Swedberg-Einheit, nicht additiv, setzt sich hier zusammen aus 30 S und 50 S, kleine und große ribosomale Untereinheit. Das sind Untereinheiten, wie man sie von Prokaryoten kennt. Dann ist tRNA drin, Transfer-RNA, die Aminosäuren an das Ribosom transportiert. Mitochondriale DNA, also eigenes Erbgut. Und natürlich alle möglichen Intermediate der Stoffwechselwege, die hier ablaufen. Was sind die Aufgaben eines Mitochondriums? An der inneren Mitochondrienmembran, Atmungskette, haben wir gesagt, da sitzt auch Cytochrom C, das spielt eine wichtige Rolle, wenn es freigesetzt wird beim Einleiten der Apoptose. In der Matrix läuft ab der Citratzyklus, die Beta-Oxidation. Wir können sie brauchen als Calciumspeicher. Im vierten Fachsemester werden Sie dann im BC2-Teil auch den Harnstoffzyklus kennenlernen, der teilweise in der Matrix abläuft. Und dann werden Sie sich nochmal mit der Apoptose beschäftigen und werden hören, dass hier Endonukleasen drin sind, die DNA kleinschneiden können. Und
wenn man die freisetzt aus der Mitochondrienmatrix und die ins Zytosol, in den Zellkern kommen, dann kann man sie nutzen, um bei der Apoptose die DNA zu in kleine Fragmente zerlegen. Die Matrix, die beinhaltet jetzt also ein eigenes mitochondrielles Genom, ein sogenanntes Chondriom. Das ist doppelsträngige DNA, zirkulär geschlossen, kennt man so von Bakterien und hat einen eigenständigen Verdopplungszyklus. Ja, und da wird alles Mögliche drauf kodiert. Ja, 37 Gene liegen da drauf, 13 der rund 80 Proteine, die man für die Atmungskette braucht, werden in den Mitochondrien selbst hergestellt. 22 Gene für tRNAs. Wenn Sie nämlich Ihre eigene Proteinbiosynthese machen, dann brauchen Sie eigene tRNAs und dann brauchen Sie eigene ribosomale RNA, um eigene Ribosomen bauen zu können. Und vieles fehlt natürlich. Und vieles wird importiert über diese Tim-und-Tom-Komplexe, 1000 Proteine ungefähr, die kernkodiert sind und dann ein mitochondrielles Importsignal tragen. Also wir sprechen hier von einer Semi-Autonomie. Alleine kann so ein Mitochondrium nicht mehr überleben, aber einige Dinge macht es noch selbst. Und evolutionsgeschichtlich ist das so entstanden. Ja, die Indizien liegen jetzt auf der Hand. Eigene genetische Information, eigene Proteinbiosynthese mit prokaryotischen Ribosomen, sehr unterschiedlicher Aufbau von innerer und äußerer Membran. Vermutlich war es so gewesen, dass aerobe Bakterien durch Vorläufer von eukaryotischen Zellen aufgenommen wurden. Ja, die wurden wahrscheinlich phagozytiert und eigentlich wollte man die fressen und dann hat es nicht so ganz geklappt und dann lag vielleicht so ein aerobes Bakterium dann in der Zelle und hat erstmal nicht geschadet. Dann hat man einen Kommensalismus gehabt und irgendwann ist daraus für beide Seiten ein Vorteil, eine Symbiose entstanden. Na, das ist die Endosymbiontentheorie. Und wenn Sie sich das anschauen, wie das Ganze funktionieren kann, dann sehen Sie auch, wo die beiden Membranen herkommen. Na, dann haben Sie eine Membran, die ist von der Zelle, die es aufgenommen hat, übrig, und eine Membran, die war schon immer da an dem Bakterium, die rote. Und dann haben wir nämlich diese beiden Membranen. Das kann fürs Mitochondrium so gewesen sein. Das kann auch mit Cyanobakterien in Pflanzen für Chloroplasten so gewesen sein. Was bleibt, wenn wir alles das rausnehmen aus der Zelle, was wir jetzt besprochen haben? Dann bleibt noch ein bisschen Flüssigkeit da drin, nämlich das Zytosol. Verwechseln Sie nicht die Begriffe Zytosol und Zytoplasma. Zytosol beschreibt die flüssigen Bestandteile innerhalb einer Zelle. Ja, das Zytoplasma, das meint alles, was in der Plasmamembran drin ist, nämlich das Zytosol und all die Organellen, die da liegen. Und im Zytosol, da haben Sie jetzt Wasser. Natürlich 70% Wasser, 25% wasserlösliche Moleküle, Enzyme, Proteine und dann haben Sie alle möglichen Stoffwechselintermediate. Alles, was da an Zwischenprodukten anfällt, kommt natürlich hier vor, zum Beispiel Intermediate der Glykolyse. Und dann haben Sie gelöste Ionen da drin. Aufgabe des Zytosols, Stoffwechselwege, die hier ablaufen, na, das wäre Proteinbiosynthese, haben wir gesagt, Translation von zytosolischen, von mitochondrialen, von nukleären, von peroxisomalen Proteinen, die dann alle ein Signal vielleicht kriegen, nur nicht die zytosolischen, die haben kein Signal, die bleiben einfach da, wo sie sind, weil der Postbote nicht weiß, wohin damit. Glykolyse läuft ab, viele Reaktionen des Intermediärstoffwechsels, die Ihnen dann im vierten Fachsemester beigebracht werden. Nukleotid, Aminosäurestoffwechsel, Fettsäuresynthese wollen wir hier schon anschauen. Nicht ganz im Detail, aber zumindest vergleichend mit der Beta-Oxidation. Harnstoffzyklus kommt wieder im vierten Fachsemester, Cholesterinbiosynthese ebenso. Und das ist jetzt im Prinzip die Geschichte zur Zellbiologie. Wir haben noch ein paar Folien, wo es um Organellen und die pH-Werte geht. Das dürfen Sie sich gerne anschauen. Und noch ein paar Folien, wo es darum geht, wie kann man jetzt Organellen auch isolieren? Wie kann man sie aus einer Zelle wieder rauskriegen? Na, ich kann Ihnen da zwei, drei Sachen kurz zu zeigen. Machen wir am besten oben im Labor.
Methoden zum Zellaufschluss. Wenn Sie eine Zelle kaputt kriegen möchten, Sie wollen das, was da drin rumschwimmt, erstmal freisetzen, bevor Sie es aufreinigen können, dann müssen Sie erstmal die Membran zerstören. Was Sie machen können, ganz einfach, wenn es keine besonders stabile Zellwand ist, wenn Sie jetzt keine Pflanzenzelle haben oder kein stabiles Bakterium haben, dann könnten Sie eine Hypotonolyse machen. Ja, dann schmeißen Sie diese Zellen in destilliertes Wasser und was passiert? Sie haben eine Osmose, das Wasser strömt durch die Membran, möchte die Salzkonzentration innerhalb der Zelle verdünnen, die Zelle schwillt an und wird in der Folge dann entsprechend platzen. Oder was Sie machen können, Sie können den Ultraschallstab benutzen und können dann hohe Scherkräfte über die entstehenden Schwingungen anlegen. Das können Sie Ihre Zellen zerreißen. Sie können sie einfrieren, Sie können sie zerreiben mit Mörser und Pistell oder Sie können einen solchen Potter-Homogenisator benutzen. Das ist im Prinzip ein dickwandiges Reagenzglas. In dieses Reagenzglas ist ein Kolben eingelassen, der sehr passgenau ist. Ja, Sie sehen, ich kriege den auch nur relativ schwer überhaupt da rein. Dann geben Sie unten Ihre Zellsuspension rein und hier oben spannt man das Ganze in eine Bohrmaschine. Das heißt, dieser Kolben, der dreht sich und dann müssen Sie dieses Gefäß hier einmal hoch und runter bewegen und dann gehen die Zellen einmal hier an der Grenzfläche zwischen Kolben und Glas vorbei. Da ist quasi kaum ein Spielraum und auch hier gibt es wieder Scherkräfte, die die Zellen dann zerreißen. Dann haben Sie alles freigesetzt, was in dieser Zelle war. Jetzt könnten Sie zum Beispiel eine differenzielle Zentrifugation machen. Ja, Sie zentrifugieren schrittweise zuerst die schwersten, dann die leichteren Komponenten ab und legen immer höhere Geschwindigkeiten an, damit immer höhere Zentrifugalkräfte. Und dann könnten Sie eine erste Aufreinigung so machen. Ja, Zellkerne würden relativ leicht sedimentieren, bräuchten Sie 1000-fache Erdbeschleunigung, 5 Minuten, Mitochondrien 10.000 G mit 15 Minuten. Und für die Mikrosomen, das heißt, das sind dann eigentlich Fragmente von zerrissenem ER, von zerrissenem Golgi, da brauchen Sie dann 100.000 G, das ist eine Ultrazentrifuge, da wird es dann ein bisschen teurer und 60 Minuten, dass Sie entsprechend auch daran kommen. Damit ist der erste Teil abgeschlossen, Zellbiologie completed und beim nächsten Mal steigen wir mit den Aminosäuren-Proteinen an.